Variomobil am Stand des Caravansalon, der 60. Und ein 10-Meter-Fahrzeug zusammen mit Heiko Hülsmann zu betreten, ist natürlich was ganz Besonderes, denn es ist, ich sag mal, ein unglaublich gefragtes Fahrzeug. Du hast einen Liner mit der Qualität von Variomobil, der nahezu fast auf jeden Stellplatz oder Campingplatz passt. Und das ist das, was wirklich viele Leute möchten. Die Höhe ist natürlich wahlweise, wie der Kunde das gerne hätte, von der Stehhöhe auch entsprechend hoch. Das heißt, wir liegen hier wahrscheinlich bei knapp 4 Meter, oder? Ja, nicht ganz, also 93. Ein Fahrzeug mit Smart Garage auf dem Fahrgestell, auf dem Actros, können wir dann in 3,90 Meter Höhe bauen. Aber wie du richtig sagst, abhängig von der Stehhöhe ist das variabel. Grüß dich, Heiko. Hallo, Sven. Hallo, Shenandoah. Auch hier, das Fahrzeug ist jetzt nur 10 Meter, also ganz kurz, ja. Also ein Stückchen länger als, ich sag mal, 7,5-Tonner, die irgendwie kommen. Aber das hier, ist das jetzt ein Busfahrgestell? Nein, das ist Mercedes Actros, also ein LKW-Chassis mit einem Frontmotor. Und das ist ein 18-Tonner in diesem Fall mit 530 PS. Ja, wie kriegt ihr die so leise, dass die auch, ich sag mal, ähnlich den Fahrkomfort haben, was das Geräuschvolumen angeht, wie natürlich ein Buschassis, wo der Motor hinten ist? Das wird man nicht hinkriegen, aber die sind schon leise, oder? Na gut, du musst die Autos dementsprechend dämmen, das ist wichtig. Dadurch, dass die Autos so gebaut sind, dass sie einen ebenen Laufboden haben, das heißt, dass der Motor unter dem Laufboden ist, hast du einfach durch die Geometrie schon mal gewährleistet, dass die Geräusche, ich sag mal, unterm Boden verschwinden. Und dann dementsprechend gedämmt, dann macht es das angenehm. Ja, es wird viel Aufwand betrieben bei euch. Ihr seid eine Schmiede, bei dem jedes Fahrzeug oder bei der jedes Fahrzeug individuell geplant wird. Heißt aber nicht, dass du Fahrzeuge, die du schon mal gefertigt hast, ich sag mal, aus der Tasche ziehen kannst, das geht. Also wenn ein Kunde sagt, ich habe da ein Fahrzeug gesehen, genau das ist es, ihr könnt das nochmal kopieren, oder? Ja, absolut. Also wenn ein Fahrzeug exakt so gefällt, wie es da steht, kann man natürlich sagen, klar, können wir genau so bauen. Das ist aber eigentlich super selten, weil all unsere Kunden dann schon noch ihren Einfluss nehmen wollen und ja, ein Fahrzeug irgendwie grundrissmäßig abändern oder Holz das aussuchen wollen oder die Außenlackierung anders machen wollen. Also zwei identische Fahrzeuge gibt es eigentlich fast gar nicht. Ja, das ist Handarbeit. Ihr fertigt ca. 15 Fahrzeuge im Jahr. Die Fahrzeuge liegen so von der Preisrange zwischen 600.000 und ja, bis zu weit über 1 Million. Das geht so. Das hängt natürlich davon ab, was der Kunde gerne hätte. Die Ausstattung rechtfertigt dann auch den Preis. Der Aufwand, der dahinter ist, aber schon mal so 10.000 Fertigungsstunden und mehr, die kriegt man zusammen. Naja, da sind wir noch nicht ganz. Also wenn wir so einen 12 Meter bauen mit drei Slide-Out und drei Achsen, das ist so die Oberkante von den Fahrzeugen her, das, was man so machen kann. Und da haben wir so ungefähr 9.000 Arbeitsstunden, ja. 9.000, so, das sind ganz viele verschiedene Werke. Alles oder nahezu alles ist bei euch selbst gefertigt. Das fängt an, dieser Slide-Out ist eine Eigenproduktion. Genau, die Slide-Outs fertigen wir selber. Wir haben bei uns halt eine extreme Fertigungstiefe. Wir fangen beim ersten Schweißpunkt an beim Fahrzeug und gehen dann nachher über ja, die eigenen Wände, die wir pressen. Wir lackieren selber, den Slide-Out bauen wir selber, wie du richtig sagst. Ja, das machen wir alles komplett bei uns in Bohmte in Osnabrück. Wir haben uns eben mit einem Pärchen unterhalten, die haben tatsächlich vor 29 Jahren ihr Fahrzeug bei euch abgeholt. Sie waren hier, haben ein Video erstellt und das Fahrzeug steht da, ich sag mal, bis auf die allgemeinen Gebrauchsspuren, als wäre es neu. Das habt ihr relativ oft, dass Fahrzeuge vom Lack sogar noch nach, ich sag mal, 20 Jahren richtig top sind. Ja, das liegt einfach daran, dass wir eine herkömmliche Lackierung haben. Also wir haben einen richtig reinrassigen Lack. Und wie du es jetzt bei diesem Fahrzeug siehst, ein Metallic-Lack. Das heißt, der Lackaufbau ist eben, dass du einen Basislack hast und dadurch noch ein Klarlack kommt. Ja, und das ist halt für die Ewigkeit. Ne? Das ist wie bei einem PKW. Und wenn ich das ein bisschen pflege und ab und zu mal poliere, dann passiert ja nichts mit. Vario Perfect, ihr habt euch der Perfektion verschrieben. Du selbst bist auch Bauer von Karosserien, hast das ganze Jahr gelernt. Was hast du studiert? Ich habe Maschinenbau, Fachrichtung Fahrzeugtechnik gemacht.
Ja, das ist auch wichtig in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, weil das ist ja nicht nur, dass wir, ich sag mal, den reinen Verkauf machen, wo es heißt, ach, welche Außenfarbe, welche Lederfarbe, sondern wir konstruieren ja förmlich die Fahrzeuge für den Kunden. Der Kunde kann sich einbringen, wenn er möchte. Ansonsten kann das komplett in unserer Hand sein. Aber da sind schon wichtige Dinge möglich, die zu beachten sind, mit Achslasten, mit Schwerpunkten, mit Überhängen und so weiter. Und da ist es wichtig, einfach ein bisschen einen gewissen Background zu haben. Ja, auch das Design spielt natürlich eine große Rolle. Da investiert ihr regelmäßig richtig viel Geld in unter anderem die Frontmaske, die da ist. Wer entwickelt das Design? Wer stand zum Beispiel jetzt bei der Frontmaske Pate? Naja, also das haben wir dann schon selber gemacht. Wir sind da einfach sehr speziell und wir haben da sehr viel Engagement reingesetzt und haben das Design, wie du es jetzt genau gerade siehst, komplett selber entwickelt. Dann die Front als Block fräsen lassen, um dann dort ein Negativ abzunehmen, eine Negativ-GFK-Form abzunehmen, wo wir heute dann die positive rausnehmen können, so wie du sie jetzt hier siehst. Das sind alles handlaminierte Teile, die wir bei uns selber machen. Ich habe einen Film drüber gedreht, ich war bei euch im Bohmte, da sieht man auch mal den ganzen Aufwand, ihr habt eine eigene Lackiererei. Das Thema auch Ausbesserungsfähigkeit, es kann ja immer mal ein Malheur passieren, das ist dem besten Fahrer schon mal passiert. GFK kann man gut reparieren und selbst wenn, ihr haltet diese Schablonen lange vor. Ja, wir haben sämtliche Schablonen von vor 30, 35 Jahren haben wir alle noch. Das heißt, es kann alles immer wieder hergestellt werden, wenn es denn so kaputt ist, dass es komplett neu gemacht werden muss. Ansonsten kann man solche Frontteile auch sehr gut reparieren und nicht unbedingt neu machen. Also ich habe jetzt einen Kunden gesprochen, der hat mir eine Geschichte erzählt, wo er mit seinem Fahrzeug das Tor von einer Firma total beschädigt hat. Und er sagte, Mensch, als ich ausgestiegen bin, habe ich gedacht, oh, wie sieht das Heck wohl aus? Habe ich das ganze Heck rasiert? Ist da gar nichts mehr? Und hat er sich gewundert, dass er nur ein paar Lackmacken hat und irgendeine Rolle von der Führung in der Wand stecken hat. Das Auto kommt jetzt demnächst zu uns und wir werden es reparieren. Und du wirst nach der Reparatur nichts davon wiedersehen. Da wird man nie erkennen, dass da irgendwie mal was gewesen ist. Der Unterschied vom Omnibus-Chassis zu einem LKW-Chassis, wenn du das mal für mich als Laien mal erklärst, bitte. Also LKW heißt immer Frontmotor. Ob das ein Actros ist oder ein MAN ist oder ein Volvo-LKW ist. Das heißt, du hast immer einen Frontmotor. Du hast alle wunderbaren Helferchen, die du heute bekommen kannst für den Fernlastverkehr. Und beim Omnibus hast du es so, da hast du einen Heckmotor, wo du dann einfach den Motor hinten hast, wie das der Name schon sagt. Und du hast einfach eine andere Technik. Die Rahmenkonstruktion, die ist aber wie beim Omnibus. Kann man das vergleichen? Also das ist selbsttragend bei euch? Im Prinzip kann man das vergleichen, wobei du im Prinzip nur den Original-Fahrzeugrahmen hast, der ab Werk Mercedes, MAN oder was auch immer kommt. Und die eigentliche tragende Konstruktion, den eigentlichen tragenden Rahmen, den fertigen wir. Das ist ein Leiterrahmen, den wir bei uns komplett fertigen. Sieht man ja auch in dem einen schönen Video, was du gemacht hast bei uns, ganz gut. Und dieser Rahmen wird dann, bevor er den Aufbau bekommt, komplett einmal lackiert, einmal komplett geschützt, mit Hohlraumversiegelung versehen, mit Wachs versehen, bevor er dann aufgebaut wird. So, wir machen mal eine Klappe auf, dass wir mal sehen. Wir haben heute schon ein Video gemacht. Die machen wir nicht auf, ich muss mal eben die ZV betätigen. Gerne, sehr gerne. Das ist übrigens alles zentral verriegelt. Bedeutet, also man kann so auch die Seiten getrennt öffnen. Die Rückseite und die Vorderseite kann man jeweils getrennt öffnen. Das wird uns der Heiko gleich mal kurz erklären, denn auf der Einstiegsseite, da will man vielleicht offen lassen, auf der Rückseite möchte man geschlossen lassen. Die Zentralverriegelung ist getrennt schaltbar auf beiden Seiten, gell? Genau, rechte Seite, linke Seite unabhängig voneinander. Und hier siehst du jetzt wieder ein Staufach. Hier hat der Kunde sich jetzt einen Boden gewünscht. Der muss da nicht sein, sodass ich auch hohe Sachen stellen könnte, aber der Boden wollte der Kunde, den wollte der. Der ist auch rausnehmbar, oder? Nee, der ist jetzt fixiert. Und ist fixiert. Und das ist so, ich sag mal, alle Teile, die man hier sieht, sind von euch handgefertigt. Mhm.
die können verändert werden. Ihr seid vollkommen frei. Jedes Fahrzeug hat eine Einzelabnahme. Ja gut, diese Teile haben sowieso mit der TÜV-Abnahme in dem Sinne gar nichts zu tun. Nein, ich meine, das Fahrzeug selber kann von euch individuell konstruiert werden. Absolut. Ja, ja. Also es ist nicht so, ihr seid nicht am COC gebunden, dass wenn das verändert wird, die Bremsen, muss der eine neue Abnahme kriegen, die werden sowieso alle einzeln abgenommen. Nein, wir sind halt Fahrzeugbauer und ein Fahrzeugbauer, Fahrzeughersteller kann Fahrzeuge fertigen von Grund auf und dementsprechend verändern, anpassen und mit Einzelabnahme für den Straßenverkehr genehmigen lassen. Die Heizung, die drin ist, ist das ja Gas, Diesel? In diesem Fall ist das eine Dieselheizung, das ist eine Scherheizung. Die sehen wir gleich mal auf der anderen Seite, da ist sie verbaut. Mhm. Ja, mit einer super, super Leistung, warm Wasser, bis der Tank leer ist. Dieses Fahrzeug hat jetzt zusätzlich noch einen Zusatztank zu dem Original-Fahrzeugtank, gibt es hier einen Zusatz-Dieseltank mit 160 Liter, wo die Heizung auch noch drüber gespeist wird. Das heißt, dieser Tank ist isoliert und beheizt. Ah, okay, dass es nicht flockt, oder? Könnte ja sein, dass wenn ich bei minus 35 Grad unterwegs bin, dass dann der Dieseltank, der Stahltank, Alutank, der Diesel dann flockig wird. Was mache ich dann? Kann man den umschalten vorne im Fahrerhaus, auch für den Motor? Genau, ich kann hier umschalten und wählen nämlich von dem Tank oder von dem Tank. Auch für den Motor, für den normalen Motor? Motor ist nicht vorgesehen. Das ist nur für die Heizung. Da sagen wir, wenn der dann nicht startet, dann ist es so, muss ich da stehen bleiben. Ja. Aber wenn die Heizung nicht mehr funktioniert, dann wäre es ein Problem. Doof. Ja, genau. Es gibt ja noch die Möglichkeit, Backup-Heizungen zu machen, also zum Beispiel über die Klimaanlage. Das wäre möglich, theoretisch? Ja, wobei du über die Klimaanlage, wenn es eine... Dann sprechen wir von warmer Luft, nicht von warmem Wasser. Dann kriegst du die Tanks nicht beheizt. Ja, und Zwischenboden. Den Zwischenboden nicht beheizt. Und das würde dann ein Problem darstellen. Das würde dir einfrieren. Okay, das verstehe ich. Ja, wenn du mal so nett bist, hier mal öffnest. Es kommen laufend neue Vorschriften. Du musst immer wieder auf Schulung gehen, denn in Europa ändert sich viel. Wie geht ihr damit um? Das heißt, zum Beispiel die Außenbeleuchtung, da kam sie ja aber vor Jahren, da gibt es die Abstände, werden genau definiert, wo diese gelben Lampen da sein müssen. Aber noch viel mehr ist bei euch auch zum Beispiel Seiten, wenn da irgendwas kommt, Kollisionswarner und so weiter. Ist das vorgeschrieben in der Klasse? Ja, es gibt verschiedene Vorschriften, die da einzuhalten sind. Es kommt jetzt gerade wieder ein neues Thema auf mit Seitenaufprallschutzprüfung. Wie stabil ist so ein Fahrzeug? Ach so, das gibt es demnächst. Das wird es demnächst geben. Für welche Tonnage genau weiß man noch nicht. Ach so, ihr baut dann Leerkabinen, um das zu testen? Oder? Das müsste dann so sein, wenn das diese Fahrzeuge auch betrifft. Ja. Ist ja schlimm für euch, oder? Wenn es heißt, für jedes Fahrzeug mal eben den Aufwand zu betreiben. Ja gut, man muss gucken, ob man sowas rechnerisch darstellen kann oder ob man dann eine praktische Prüfung durchführen muss. Aber das müssen wir machen. Das ist einfach so. Ja, ihr habt die Steuerung der Hubstützen von HPC, die Stützen selber, die kommen wahrscheinlich aus dem Baumaschinenbereich. Genau, das sind Industriestützen, die sonst an Baumaschinen montiert sind. Was kann so eine Stütze? 20 Tonnen oder sowas? Ja, irgendwie 10 Tonnen, 12 Tonnen. Egal, langt. Pro Seite, ja, also pro Stütze, da kommen wir ja nie hin. Ich kann das Fahrzeug anheben zum Reifenwechsel, geht das theoretisch? Mit den Hubstützen? Das kann man machen, man muss aufpassen, dass man das Auto nicht verdreht. Ja, wenn, dann muss ich paarweise anheben und nicht nur eine Stütze. Die Fahrzeuge sind sehr verwendungssteif, aber letztendlich kommt es auf die Höhe an, wie weit ich das dann treibe. Irgendwann kann ich auch so ein Fahrzeug verdrehen. Es gibt eine Einweisung. Ich meine, ich kann ja auch ein Flugzeug zum Absturz bringen, wenn ich es nur richtig mache. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt Anfänger bin, habe gerade den C-Führerschein gemacht mit allen drum und dran, habe ein bisschen Erfahrung mit 7,5 Tonnern, kann ich dann anschließend damit vom Hof fahren, bedenkenlos? Naja, oftmals ist es ja so, dass die Fahrzeuge sich von der Größe gar nicht so unheimlich unterscheiden zu einem 7,5 Tonner. Ja, es gibt ja auch durchaus 7,5 Tonner, die schon 9,40 Meter lang sind. Fakt ist, dass nachher so ein Fahrzeug, hier zum Beispiel so ein Actros mit 22,5 Zoll Bereifung, sich wesentlich sicherer fahren lässt als nachher ein Fahrzeug mit 16 Zoll Rädern. Und, stimmt. Ja, das ist einfach nachher... Abrollradius, das heißt also auch Schlaglöcher und so, die gibt es da gar nicht mehr, oder? Die meisten? Ne, genau, die spürt man nicht mehr und ja, das ist dann alles einfach nur noch sicherer. So, ich zeig mal gerade, hier ist die Luftsteuer-Erkerdichtung. Da habt ihr die auch selber entwickelt. Das ist Steuerungstechnik, das könnte jetzt auch in der Industriesteuerung sein, oder? Ja, genau. Das ist, wie du das in der Industrie finden könntest.
Die haben wir selber aufgebaut und erstellen die für jedes Fahrzeug. Ja, ihr seid Fahrzeugbauer. Wer kam denn auf die Idee, damals Reisemobile zu bauen bei euch? Ja, das ist der Gründer, der Bernhard Rothgänger, der vor fast 40 Jahren mittlerweile zunächst mal für sich selbst ein Fahrzeug gefertigt hatte, aber ein Kastenwagen, ausgebauter Kastenwagen. Und, ist ja süß, echt? Genau, und da kam dann ein Freund von ihm und hat gesagt, Mensch, tolles Teil, würde ich gerne kaufen. Und dann hat er es verkauft und dann hat er sich den nächsten gebaut. Ja, und so ist das dann entstanden und immer weiter entwickelt worden. Und wir haben immer schon mit großen Fahrzeugen dann, mit großen Chassis gearbeitet und haben im Prinzip 1998 den ersten 12 Meter mit großer Porsche-Garage gebaut. Also da sind wir schon lange dabei. Ja, es gibt hier einen Anschlag. Was wird hier eingehangen auf der Seite? Hier ist eben die Befüllung des Dieseltanks. Ach, das kleine, klar, die Nase da. Der greift da oben ein. Der Nupsi. Das geht aber nur, wenn das Lader drin ist. Genau. Gut, ja. An der Tankstelle hatten wir ihn meistens drin. Meistens sollte der drin sein, ja. Ja, Cummins Generator, da habt ihr auf absolute Profitechnik zurückgegriffen. Der kann auch ein bisschen was von der Leistung, ne? Genau, 4,8 kW. Und ein ordentlicher Generator, ein stabiler Generator, der zuverlässig den Strom liefert. So, die Hinterräder sind Winterreifen, ist das immer so? Ja, machen wir standardmäßig, um einfach da gut gewappnet zu sein. Ist ja auch Pflicht, ist vorgeschrieben. Und da du mit so einem Auto auch auf einer feuchten Wiese eine gewisse Traktion brauchst, sind da einfach die Räder toll. Die Vorderräder, das sind keine? Doch. Doch, auch. Haben wir auf der Vorderachse auch. Aber das ist ja einmal, Vorderachse ist ein Lenkachsprofil, auf der Hinterachse hast du ein Antriebsachsprofil. Also es ist ein ganz anderes Profil, als du hinten siehst. Aber im Prinzip auch der Scandinavia von Continental, das ist ein schöner Reifen. Die Besonderheit bei euren Fahrzeugen ist, die allermeisten fahren noch. Ich glaube, alle fahren noch, die ihr gebaut habt. Also es gibt immer wieder Stories. Über wie viele Fahrzeuge sprechen wir insgesamt? Sind einige hundert? Oder? Naja, kannst du dir ausrechnen, wenn wir sagen, wir bauen so 15, 20 Fahrzeuge pro Jahr. Und dies von mir aus, also eigentlich seit 40 Jahren, jetzt rechnen wir mal die Stückzahl ab 30 Jahre. So 30 Jahre mal 15 Fahrzeuge, das sind dann ungefähr 450 Fahrzeuge. Habe ich richtig gerechnet? Ja, ich glaube schon. Ungefähr. Es gibt da auch ganz treue Fanclubs. Ihr habt sogar einen ganz bekannten YouTuber, der fährt ein Mario-Mobil, der also wirklich unterwegs ist für euch und das ganz, ganz toll macht. Und das ist, glaube ich, auch schon ein bisschen älter, das Fahrzeug, und er ist total stolz, oder? Genau, das ist der Haku Konrad, also Hartmut Konrad, so heißt er richtig. Der ist ja schon seit Jahren mit dem Fahrzeug unterwegs, das ist ein Vario Star auf MAN-Chassis. Ja, ist ein bisschen älter, aber voll funktionsfähig, super im Zustand und er kümmert sich auch regelmäßig drum und hat Spaß am Fahrzeug. Ja, ich habe zuletzt auch Videos gesehen, Vollversiegelung, Unterbodenschutz und so weiter. Das Fahrzeug, ich glaube, wird fast mehr geliebt als seine Frau. Das ist so der, nee, das stimmt nicht. Das glaube ich auch nicht. Aber. Das war Spaß. So, wir machen mal hinten auf. Das ist eine Besonderheit. Du hast ja keine große Hydrauliktechnik dahinter. Ich glaube, da sind nur Dämpfer drin. Der Rest ist berechnet. Genau, du hast eine ganz normale mechanische Klappe. Die lässt sich öffnen wie bei meinem VW T6. Ja. Nee, wirklich. Also ist relativ leicht. Also das ist schon so. Und genau, wenn du die gerade mal zumachst, sag mal so lieb. Ja, also da braucht man jetzt keine Hydraulik. Ist das Softclose oder? Nee, die zieht nicht mehr ran. Das ist mit dem Gewicht einfach nachher, geht die so satt rein, dass es dann passt. Erledigt und passt dann, ja. So, das Besondere auch hier ein Schlitten, das macht auch nicht jeder. Das heißt, du fährst mit deinem Smart, das ist eine Smart Garage? Das ist jetzt eine Smart Garage, also ein Perfect 10 Meter. Kann man dann nur mit Smart Garage machen. Ansonsten finden wir, dass der Wohnraum relativ verbaut wird, wenn man da nachher ein größeres Auto reinfährt. Ja, hier ist der Fahrradträger auf der rechten Seite. Ihr habt einen Thule Rack reingemacht, damit man sehr bequem die Fahrräder aufladen kann. Auch das ist was Besonderes, denn an der Seite
sieht man die Fahrräder selten. Oft sind sie oben und dann ist das Problem, muss erst das Auto raus und dann können die Fahrräder raus. Das ist das, was wir nicht wollen. Wir wollen den PKW oder die Fahrräder unabhängig voneinander entnehmen können. Und das ist das Schöne hier, das kannst du einfach. Ja, das kann ja mal sein, dass du sagst, ach komm, heute Abend, wir sind angekommen und wollen noch eben mit dem Fahrrad was essen gehen. Dann möchte ich aber den PKW drin lassen und möchte einfach meine Fahrräder entnehmen können. Und das geht hier einfach schön, ja. Und das findest du hier nicht unbedingt auf dem Salon. Die machen tolle Sachen, Thule. Also wenn ich jetzt sehe, ja, das Design hier dieses Fahrradträgers, das ist kein, ich sag mal, Alu-Profil, was irgendwie im Raum steht, sondern das ist sehr formschön, oder? Ja, super. Das ist wirklich eine tolle Qualität. Und das passt zu euch? Finde ich schon, ja. Super. Wenn du mal so lieb bist, fahr das mal raus, dann sehen wir nämlich ein bisschen mehr Technik. Ihr habt nämlich jeden Quadratzentimeter genutzt und diese Bühne hier hätte ja nicht sein müssen, ihr hättet das auch mit Rampen machen können. Wir bieten auch Fahrzeuge mit Rampen an. Das heißt, dass du zwei Rampen hinten am Fahrzeug anlegen musst und dann den PKW mit einer Seilwinde reinziehst. Dies hier ist natürlich wesentlich komfortabler. Du siehst, die Rampe bewegt sich jetzt raus. Und wenn die nachher draußen steht, nehme ich mein Smart, fahre den dort drauf und kann den bequem von draußen festmachen. Kann den dann festzurren, wieder zusammen reinfahren mit der Plattform und alles ist erledigt. So, auch hier Steuerung aus dem Industriebereich. Lass es ruhig mal draußen. Wir gehen mal gerade rein. Mhm. Und schön ist auch die Stehhöhe. Das heißt, ich könnte auch meinen... Ja, der Crosstrainer wird nicht ganz passen, aber mein Fitnessfahrrad, also wenn ich kein Auto mit dabei habe, kann ich natürlich diese Garage auch nutzen, unter Beachtung der Ladungssicherung natürlich, um auch einen Umzug zu machen. Ja, also das gibt es durchaus, dass die Kunden fragen, Mensch, wenn ich denn den PKW nicht mithaben möchte oder vielleicht baut man auch ein Fahrzeug, wo der Kunde sagt, nee, die nächsten 2 Jahre wollen wir das noch gar nicht. Aber wir wollen diese Garage natürlich nutzen. Selbstverständlich kann ich auf der Plattform alles Mögliche machen. Ob man dort Zurschienen anbringt, wo jemand sagt, ich kann hier Kisten transportieren oder Fahrräder oder Motorräder, wo es diese Kippschuhe für die Vorderräder gibt. Also da ist im Prinzip alles möglich. Ihr habt noch nie den Fall gehabt, dass jemand sagt, er möchte hierhin gerne ein Büro haben oder sowas? Weil das ich sage dir, wir haben mal ein Fahrzeug gebaut, das ist schon ein bisschen länger her. Da hat der Kunde hinten im Heck, in der Heckgarage, ein Fenster in die Garage bekommen. Ja. Warum? Weil er sein Klavier hier reingestellt hat, wenn das Auto nicht drin war, und hat dann hier Klavier gespielt. Das kenne ich, das Fahrzeug, das habe ich schon gehört. Ja. Das sind Leute, er hat sogar mitgenommen und dann... Das sind ja oft auch Leute, die leben in den Fahrzeugen aus beruflichen Gründen, weil sie zum Beispiel von einem Gig zum anderen fahren, also zu einem Konzert. Und es sind nicht immer Camper, sondern es sind ganz oft auch zum Beispiel Motorsportler. Habt ihr Motorsportler schon mal? Haben wir auch sehr viel dabei, die dann im Fahrerlager mit dem Fahrzeug stehen, ganz klar. Wir bauen ja auch gewerbliche Fahrzeuge, richtig komplett gewerbliche Fahrzeuge, wo es nicht eine Art Wohnmobil ist, sondern wo es einfach ein Bürofahrzeug ist oder Untersuchungsmobile sind. Das habe ich schon mal gesehen, jetzt in der Schweiz, wo zum Beispiel jetzt, ich sag mal, eine Gewerkschaft hat, zum Beispiel einen Amtsarzt, wo die Leute untersuchen, der fährt dann rum und so, sowas, oder? Ganz genau, ja. Da sind dann mehrere Räume drin, wo Hörtestkabinen meinetwegen drin stehen oder ein Untersuchungsraum für den Arzt, wo ein EKG gemacht werden kann, Hörtest gemacht werden kann, Blutabnahme gemacht werden kann. Und diese Fahrzeuge passen wir dann eben auch an auf die Anforderungen, die Firma dann hat. Ja, ich nehme an, dass der Außendienstler von Victron Energy bei dir mal eine Kiste Champagner hingestellt hat. Das ist der Grund, warum ihr alles mit Victron Energy verbaut, oder? Wahrscheinlich nicht wegen der Qualität. Genau, das ist der einzige Grund, weil wir gesagt haben, die Qualität ist toll. Deswegen setzen wir die ein. Nee, die sind klasse, oder? Ja, die sind super, die sind super stabil und... laufen einfach zuverlässig. Ihr habt die Systeme jeweils getrennt. Das bedeutet, da sind jetzt ganz, ganz viele einzelne Module mit dabei. Die Zuverlässigkeit ist eh schon gut, aber ich sag mal, die sind redundant, die Systeme, teilweise angelegt? Redundant will ich jetzt nicht sagen, weil die Frage ist, also das könnte man machen, aber das brauchst du bei diesen Geräten gar nicht machen, weil die so zuverlässig laufen, was will man da abfangen? Die Aufbaubatterien, wo sind die in dem Fall? Die sind hier drunter, die sind hier verkleidet. Ja, darf ich hier mal sehen? In dem oder? Kasten. Das sind so zwei kleine Schnapper, die habe ich schon gesehen. Heiko. Ja, ich muss mich bewegen. Ja. Tut mir so leid. Ja, Messetag Nummer 6. Wie war die Messe für dich bisher? Du, es,
es ist entspannend und ich kriege das nicht mal los hier. Wahrscheinlich nochmal. Ah, noch ein Schnapper. Vier Stück. Ich habe übrigens ein Video gedreht, wie das Ganze gefertigt wird. Ich habe es noch nicht gesehen hier in dieser Box drin. Oh, ich bin ja so dankbar, Heiko. Und die Leute werden das auch, die werden dich jetzt feiern dafür, dass du das abgenommen hast. Weil die Batterien einmal zu sehen, das sind Lithium? Das sind Lithium-Batterien, eben auch von Victron. Und das sieht viel aus. Was ist das da? 1600? 4x300 Amperestunden. 4x300 auf 12 Volt. Ganz genau. Ja. Also 1200. Ja. Ist das, sind die plus sortiert? Das heißt, da kommen auch wirklich dann 300 raus aus den Amperestunden? Nee, du musst ja immer gucken, was die für einen Entladestrom wirklich haben. Das hängt davon ab, was hat die einzelne Batterie für den Entladestrom? Dementsprechend muss ich den Querschnitt wählen, der Shunt muss dementsprechend ausgelegt sein. Also da hängt ein bisschen mehr dran. Aber das ist jetzt genug Leistung, damit ich autark auch mit großen Verbrauchern auch mal 2 Tage, 3 Tage stehen kann, auch wenn die Sonne mal nicht scheint, nehme ich an, oder? Genau, am besten mit der passenden Solargeschichte dann noch, wenn die Sonne dann doch scheint, kann man da schon einiges mitmachen, ja. Lassen wir mal kurz auf, aber wir haben ja noch den großen Stromgenerator mit dazu. Das hier wäre ja noch mal skalierbar, aber das ist ja schon ordentlich. Also ich sag mal 1200 Amperestunden, ich kann aus Erfahrung reden. Ich habe jetzt 600, das ist das Doppelte von dem, was ich habe. Also derjenige, der das Fahrzeug hat, kann hier Waschmaschine, Spülmaschine, egal was er eingebaut hat, problemlos betreiben. Du musst halt auch gucken, dass du die 1200 Amperestunden irgendwann nachgeladen kriegst. Das ist ja nicht nur, dass du entnehmen kannst, du musst auch irgendwann wieder laden können. Booster, was habt ihr drin? Und ja, wir haben Ladebooster, das heißt während der Fahrt. Dort siehst du die Orion. Ja. Auch je nach Kundenwunsch bis zu 140 Ampere. Und hier, was ist hier eingebaut? Was ist? Ja, 2x 70. 140 Ampere kann der laden. Das heißt, mal so 4 Stunden fahren, dann sind sie wieder voll. Ja, so ungefähr. Die sind ja meistens auch nicht leer, muss man sagen. Das ist immer die Frage, wie weit fahre ich die runter? Sind sie ganz leer? Und man muss ja auch sagen, dass über die heutige Solartechnik mit den MPPT-Reglern sehr, sehr viel reinkommt. Und ich immer gucken würde, dass ich so ein Auto mit möglichst viel Solar bestücke. Ne? Ist hier viel Solar drauf noch? Ganz ehrlich, ich müsste eben gucken, was er hat. Ich meine, der hat 5x 190 Watt. Gut, also fast 1 kW. Das ist ordentlich. Das bedeutet also, auch im Winter ist die Batterie, auch wenn er mal steht, immer voll. Ja, genau. Und man wundert sich selbst, wenn du in der Halle bist, wo nur Tageslicht reinkommt, was die Solaranlage schon schafft. Du hast den Eingang bewacht, denn ungefähr wie viele Leute haben gefragt, ob sie rein können? Mindestens 60, wahrscheinlich sogar mehr. Also ich komme mir vor wie so ein Papagei, der ständig denselben Satz sagt. Bitte nach da gehen, fragen Sie, ob Sie die anderen Fahrzeuge besichtigen können. Hier können Sie gerade nicht rein. So, das ist jetzt echt ein tolles Fahrzeug. Also sehr, sehr gefragt. 10 Meter, ich komme gleich zu dir, gell? Erstmal vielen Dank. Ja, unsere tolle Schauspielerin, die so ein bisschen so mir hilft, die Fahrzeuge zu blockieren, denn wir drehen ja nach wie vor in besonderen Zeiten, aber es hat sich schon ein bisschen entspannt, das Messekonzept wirklich toll. Ihr wart ja letztes Jahr da als einer der wenigen. Wir haben es letztes Jahr auch gewagt, muss man sagen, und ich finde es eigentlich gut, dass es geklappt hat. Ja, du hast mich kennengelernt. Da habe ich dich kennengelernt, das war auch wichtig. Nein, das hat alles super geklappt, hygienemäßig sowieso, und war schon toll. Perfekt 1000, MB Actros 5, der ganz neue, 1843 LNR, was auch immer das sei, rechts ist, klär mich auf. Das L steht für Luft, ja. NR steht für Niedrigrahmen. Ach, ich dachte für Nichtraucher. So ja. Der. Passt, also würde in diesem Fall auch passen, aber... Okay, 6 Zylinder, 18 Tonnen, Turbodiesel, Direkteinspritzer, Ladeluftkühlung, 10 Liter Hubraum. Das heißt, der dreht wahrscheinlich bei 90 so knappe 700. Und das kannst du daran gar nicht erkennen. Das kannst du nur bestimmen, wenn du die Hinterachsübersetzung weißt. Boah, bist du ein Fuchs? Ja, sorry. Weil ich glaube, in dem Differential, glaube ich, ist... Ja. Ich habe das nämlich gesehen, weil ein anderer Hersteller hatte bei einem Iveco Eurocargo hat die Schaltung nicht mehr richtig funktioniert. Mhm. Und da haben die Hinterachsübersetzung im Differential geändert.
So, okay. Und dann ging's. Und da, und den Bericht habe ich gesehen. Seitdem weiß ich, dass es da oft drin ist. Und ich habe einen Bericht gesehen über amerikanische Fahrzeuge, wo man die Geschwindigkeit an dem Hinterachsdifferential irgendwie, da gibt es verschiedene Differenziale, das steht irgendwie immer drauf. Ja, ja, das kannst du hier halt auch bestellen, von bis, ja. Je nach Kundeneinsatz. Musst du das Differential bestimmen, abhängig von der Reifengröße, wie ist der Reifenumfang, weil der beeinflusst auch die Drehzahl. Und dann sagst du, naja, welche Drehzahl wollen wir meinetwegen bei 100 km/h haben, aber auch immer mit der Berücksichtigung, wie schaltet das Fahrzeug auf der Landstraße, wenn ich bei 70 meinetwegen fahre, wie lege ich denn dann aus? Ja? Und das sind auch eben so Sachen, die muss man mit dem Kunden besprechen. Also nicht nervig schaltet hin und her die ganze Zeit. Dass er dann nicht nervig schaltet, genau. Und, aber dies ist ein... Das, was du gerade gesehen hast, ist die Serie, also das, was im Listenpreis serienmäßig ist. Und dann hast du eben hier drüben die Motorvariante 12,8 Liter und 530 PS. Das ist das, was der Kunde in diesem Fall gewählt hat. Bestellt hat, ja. Das ist interessant. Er hat fast das Doppelte an Kosten, nachdem die Extras drin sind. Das geht. Das heißt, du kriegst das Auto optisch von außen genauso für 661. Ja, sieht fast genauso aus. Ist ein Lenkrad dann dabei, oder? Ist ein Lenkrad auch dabei, ist aber nicht Silbermetallic dann. Weiß oder was kommt? Das ist dann ja ein Uniton, ob das ein Weißton ist oder ein Grau oder ein Blauton, was der Kunde wählt. Aber eben Uni. Aber ansonsten ist das Fahrzeug dann auch nutzbar. Das ist so ein bisschen wie beim PKW. Ist das dann realistisch ausgestattet? Ja, nein, das muss man sehen. Also es geht ja auch darum, das ist das Basispaket. Wahrscheinlich hat noch nie einer den komplett nackt bestellt, wobei es würde gehen. Aber den Fall hatte ich noch nie, oder? Nein, den hatten wir tatsächlich noch nie. Ja, gehen würde es. Macht aber eigentlich keinen Sinn. Also ich frage nur, wie realistisch ist das? Ich sag mal, habt ihr schon Fahrzeuge verkauft für 800? Ja, ja, klar. Also das Auto muss nicht in Richtung 1,1 gehen. Das war die Frage. Man kann da auch sich etwas mehr zurückhalten und trotzdem ein schönes Fahrzeug zusammenstellen. Aber das zeigt eben die Individualität, wie individuell so ein Auto zusammengestellt werden kann. Und daraus ergibt sich dann der Endpreis am Ende. Das ist das Auto, was wir gerade sehen, Sven. Das ist das Auto, genau, was wir gleich auch mal im Original sehen können, was du jetzt da auf dem Bildschirm hast, ja. So, hier ist noch eine Klappe, was kann die? Ja, hier ist wieder unser Entsorgungsfach. Wir sind hier beim 10 Meter eben mit einem Radstand 4,90 Meter. 4,90? Mhm. Das ist ja gar nichts. Nee, das ist das Schöne. Dadurch ist das Auto eben schön, schön knackig und schön wendig. Und du hast trotzdem Möglichkeiten, hier zwischen den Achsen ja, Stauräume oder Entsorgungsfach zu generieren. Das ist schon sehr wendig, das Fahrzeug, oder? Ja, ja. Also die 10 Meter sind wirklich gut wendig und lassen sich super fahren. Du hast knackige Überhänge, die sich im Rahmen halten und das macht schon Spaß. Also ich habe ja so einen kleinen 7,5 Tonner, der Überhang ist, glaube ich, größer, den ich habe. Das ist ja oft so bei den kleineren. Ja, genau. Und das ist so ein bisschen der Überhang in Länge ist ja nicht nur entscheidend, sondern in Abhängigkeit vom Radstand. Mhm. Ja? Und dieses Verhältnis muss man wahren, sollte man wahren und gucken, wie lang will ich den machen. Ja? Oh, ich bin aber trotzdem recht zufrieden. Man muss ja immer sehen, für wen ist welcher Einsatz, was will der damit machen. Habt ihr denn schon mal Leute, die so, ich sag mal, von diesen Linern kommen, diesen kleineren Linern, die dann zu euch kommen? Was ist die meiste Argumentation für euch? Oft sind ja die Linerfahrzeuge, werden nicht 20, 30 Jahre gehalten, sondern oft 4, 5 Jahre, dann wird er neuer gekauft, ausgetauscht und so weiter. Bei Vario oft die Nutzer halten sie sehr lange. Unterschiedlich, ja, eigentlich sehr, sehr lange. Es kommen Kunden zu uns, wo sich vielleicht der Anspruch geändert hat, wo die sagen, Mensch, wir haben das so lieben gelernt, diese Art Urlaub zu machen und haben dann am Ende doch mehr Ansprüche und wollen es qualitativ noch ein bisschen hochwertiger und möchten vielleicht auch Einfluss nehmen können auf den Grundriss und ihr Fahrzeug bauen lassen. Und ja, so ergeben sich dann die ersten Kontakte. Shenandoah, die scharrt schon mit den Hufen. Ich schau mal. Wenn du mal kurz nach rechts gehst, bitte. Die Scherheizung. Ja, im Peak 17 kW. Das gibt es in verschiedenen Stufen, 10 und 17 kW. Das heißt, die hat so viele Reserven. Die kann durchlaufen. Das ist eigentlich eine Heizung. Damit könntest du theoretisch ein Einfamilienhaus, ein kleines, beheizen, oder?
Ja, genau. Also die hat wirklich Leistung ohne Ende. Die 17 kW brauchst du nicht wirklich, um so ein Fahrzeug am Ende zu beheizen. Aber du hast Reserven, wie du sagst, und eben in der Aufheizphase kannst du damit ordentlich Leistung rangehen. Und das Entscheidende ist eben, dass du wirklich warm Wasser, Brauchwasser machen kannst, bis der Frischwassertank leer ist. Und das ist halt angenehm. Ne? Durchlauferhitzer, wie man das kennt. Wie so ein Durchlauferhitzer, immer Volldampf. Meine Frage, ich lese hier 230 Volt. Das heißt, der Wechselrichter, die hat einen eigenen Wechselrichter oder einen kleinen? Nee, die läuft auf 230 Volt, richtig. Die hat aber keinen eigenen Wechselrichter. Die läuft ja über den Gesamtwechselrichter. Ja, genau. Und der hat ja so viel Power, der ist wahrscheinlich immer an, oder? Das ist dem egal, ja. So. Ja, das ist Fähr- und Entsorgung. Mhm. Auch da, ich sag mal, ist das Technik wie im Feuerwehrwagen, so kann man sagen. Ihr habt natürlich auch Druckausgleichsbehälter, das finde ich auch ganz praktisch. Die kosten ja nicht viel, 20, 30 Euro, aber die haben den Vorteil, dass die Pumpe nicht dauernd klang, dang, 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 sondern genauso wie zu Hause habe ich dann ein Druckwassergefäß. Ja, genau. Du hast einen gewissen Ausgleich, Druckausgleich, der eben nicht bei jedem Betätigen eines einer Zapfstelle sofort die Pumpe anspringen lässt, sondern eben da ein bisschen puffert. Und das ist eigentlich ganz angenehm. Sag mal, Thema Ameisen. Mhm. Haben die es einfach? Eben nicht, weil du siehst hier eben die Kabeldurchführung durch diesen Deckel. Also gut, Ameisen ganz sind kleine würden ganz, gehen. Ganz kleine, feine Tiere. Aber nein, das funktioniert hier eigentlich ganz gut. Hm. Und du hast hier eben die Durchführung für das zweite Kabel, für die zweite Einspeisung. Es gibt nämlich zwei Einspeisungen. Du kannst zeitgleich mit zwei aufladen? Genau, du kannst dir zweimal 6 Ampere oder 10 Ampere von außen zum Beispiel holen, um das Fahrzeug dann zu betreiben. Mäuse, das heißt also Lüftungsgitter, Mäuse sind ja auch unglaublich wendige Tiere. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, durch welche Löcher die passen. Ja. Immer wieder hört man von Geschichten, dass man, wenn man Fahrzeuge länger abstellt, je nachdem wo es ist, kleine Mausefallen ausstellen muss. Habt ihr schon eine Maus drin gehabt? Nein, also das gibt es eigentlich nicht. Ja, die kommen durch wirklich kleine Öffnungen durch. Meistens durch die Lüftung. Ja, aber die darf es nicht geben, da muss ein Gitter davor sein und dann ist das eigentlich sicher. Okay, da ist es drin. Also das, ich erzähle das deswegen, weil viele schon diese Erfahrung gemacht haben. Ich weiß, das ist meistens durch eine geöffnete Tür oder sowas oder eine geöffnete Klappe, die dann mal einen Moment aufsteht. Heizung, Tankkreis, das ist, wenn du mich mal kurz aufklärst, das ist jetzt der Regulator für hinten, oder? Das ist der Tankkreis. Das heißt, Tankkreis, sorry. Man kann ja lesen. Ja, genau. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Die Tanks sind ja beheizt. Und hiermit kann ich die Tankheizung Temperatur einstellen. Und ich sag mal, den hydraulischen Abgleich so ein bisschen darstellen. Und hier, was ist das? Das ist der Ölfilter, oder? Genau, das ist die Filtergeschichte für die Dieselheizung. Ein Vorfilter, ein Wasserabscheider und so weiter. Toll. Scheer. Ihr baut jetzt schon sehr, sehr lange mit Scheer. Das Thema Warmwasser, habt ihr jemals eine Luftheizung verbaut bei euren Fahrzeugen früher? Ganz, ganz früher mal, aber das ist 30 Jahre her. Also nein, machen wir schon seit, die Primus-Heizung war die erste Warmwasserheizung, die dann von der alten nachher abgelöst wurde. Alte Säulenheizung gab es dann und dann gab es die erste alte 3000, die 3010, die 3020, jetzt kommt die 3030 demnächst. Nee, das ist schon lange her mit einer Luftheizung. Das ist die Bussteuerung, eure eigene? Ganz genau, das ist unsere On-Duty-Bussteuerung, die wir zusammen mit On-Duty, mit dem Daniel Kawitzki entwickelt haben und noch am Weiterentwickeln sind. Und ja, da sind wir gut unterwegs. Ist das ein Standardprotokoll, was ihr verwendet? CAN-Bus oder? Nee, das ist was Spezielles. Du musst ja immer gucken, das Problem ist ja heute, welcher Hersteller, welcher Teil liefert welches Protokoll? Wie kann ich das aufnehmen? Wie kann ich das anbinden? Und das ist ja, immer schwieriger, um das alles zu kombinieren nachher. Ich muss das Ganze mal zusammenfassen. Ihr seid ein individueller Fahrzeughersteller auf höchstem Niveau. Das ist euch ganz wichtig. Ihr baut Fahrzeuge in Perfektion. Das ist also auch nochmal so Spaltmaße. Das muss alles stimmen. Seid ihr vergleichbar mit einem ganz hochwertigen Hersteller, zum Beispiel von Reisebussen? Kann man das vergleichen? Also der Aufbauhersteller, der jetzt, ich sag mal, Luxusreisebusse baut? Boah, weiß ich jetzt gar nicht. Also ich glaube, das ist einfach noch eine ganz andere Art, Fahrzeuge zu bauen. Die haben ja einen ganz anderen Rahmen, die haben keine isolierte Karosse. Ich meine es innen, also wenn man da sieht, feinstes Leder, tollste Ausstattung, ja, ja, Heizung. Okay, wenn du das meinst, dann sollen ja auch die Fahrgäste schwingen wie in Gottes Schoß, ja. Also wie ja. In der Luxusklasse und so weiter. Also
weil die meisten haben ja wahrscheinlich mit Fahrzeugherstellern nicht so zu tun. Das ist aber von der Liga her, sind das auch Menschen, die zum Beispiel Aufbauten bauen, wie Kühltransporter und so weiter. Ist das die gleiche Branche quasi, Fahrzeughersteller? Das ist recht vergleichbar, sind ähnliche Materialien. Wenn du siehst, wie unsere Wände gepresst werden mit der Isolierung, dann legen wir dir halt höchsten Wert auf ein gutes GFK mit einer guten Qualität. Die Isolierung muss dementsprechend sein, der Kleber muss dementsprechend sein. Das sind natürlich Erfahrungswerte, die du über Jahre sammeln musst, um da am Ende hinzukommen, wo wir jetzt sind. Und ich glaube, wenn du so eine Außenwand mal anschaust mit der Lackierung, also für eine GFK-Wand steht die schon sehr gut da. Wir haben einen Film gedreht, wie das Ganze hergestellt wird. Auf den verweisen wir nochmal. Diese Tür muss natürlich so geeignet sein. Ich nehme an, es ist Kunstleder. Das ist draußen auch vollkommen... Nee, ist Echtleder? Das ist in diesem Fall Echtleder, wollte der Kunde. Aber auch da, das ist ein spezielles Leder, ein fleckgeschütztes Extreme Leather, was da sehr robust ist und eigentlich einiges mitmacht. Groß. So, letzte Klappe, dann gehen wir rein. Ist interessant, wie wir das immer fertig kriegen. Wir hatten eigentlich vor, das mal ganz schnell zu drehen, aber jedes Fahrzeug ist anders. Ja, so ist es. Obwohl wir jetzt ja schon fast eine Ähnlichkeit feststellen, der Auspuff bleibt halt immer bei dem Aktus dort unten. Den können oder wollen auch wir nicht verlegen. Darüber gibt es dann eben diese Staufachmöglichkeit. Sicherlich kann man auch dieses Staufach bis zur anderen Seite durchbauen. Ja, das sind alles Sachen, die man besprechen muss. Ne? Schön. Ja, die Haube dürfen wir mal drunter schauen vom Actros. Dann sind wir nämlich, wir haben ja ein voll integriertes Fahrzeug. Das bedeutet, man kommt für den Service durch den Fahrraum rein. Und auch da ist deine Empfehlung, also bei der Werkstatt ruhig mal nach der Omnibus-Abteilung zu fragen, denn die haben das gleiche Problem. Die müssen auch von oben ran. Genau, ja. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Ist ja fast wie Porsche hinten. Ja. Von hier aus kannst du nicht wirklich viel machen. Ja. Ein Kühler sieht man noch. Aber schau dir einfach mal solche Scharniere hier an, Sven. Hier Gasdruckdämpfer, hier legst du keine Klappe zur Seite oder hängst die irgendwie ein. Nein, die stellt sich einfach automatisch auf. Hier mit Zweipunktverriegelung, hier die Auflagen, die einstellbar sind. Da muss ich sagen, das hat Mercedes schon gut gemacht. Ja. Das ist deine, gell? Wir waren's, ja. Aber sieht so ähnlich aus wie bei Mercedes, ja. Guck mal, hier ist der Lack ein bisschen abgeplatzt. Siehst du das da? Da? Oh ja, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Hast du recht, das müssen wir nacharbeiten, auf jeden Fall. Ist es so, das Fahrzeug ist noch gar nicht ausgeliefert, richtig? Genau, der wird jetzt im September ausgeliefert, also Ende September. Ist er Probe gefahren schon? Noch nicht Endprobe gefahren, der ist auch noch nicht endgecheckt. Ich hoffe, dass wir dann so einen Lackabplatzer gesehen hätten. Das war jetzt so minimal, ich wollte dich nur aufziehen damit. Ja, hast du auch. Aber das ist ein Mangel, oder? Aber sowas ärgert mich, ja. Aber wenn es sich darauf beschränkt, dann passt es ja. Perfektion bedeutet aber auch, dass ihr die Fahrzeuge, wenn ihr die reinkriegt, du hast mir erzählt, du hast jetzt ein Auto gerade verkauft. Das war Baujahr, was war das? 93er war das. Ja. Und also der stand 30 Jahre. Ja, stand super da. Erste Hand. Wenn du den Möbelbau anschaust, wenn du die Kabine anschaust, wenn du den Rahmen anschaust, das hat jemand gekauft, also der von der Technik kommt. Ich sag das mal so. Der hat sich das Auto von unten angeschaut, bei uns auf der Bühne. Der hat gesagt, das gibt's doch gar nicht. Ich hatte jetzt hier erwartet, hier müsste ich irgendwie nacharbeiten und irgendwie mit Rost umgehen. Nein, das ist perfekt. Ihr habt wirklich Unterbodenschutz richtig drauf, richtigen Unterbodenschutz, nicht nur in Kleckser Farbe, oder? Nein, wir haben richtigen Unterbodenschutz drauf, wir haben einen Wachs, wir haben eine Hohlraumversiegelung. Selbstverständlich ist es so, dass auch so eine Unterbodenschutzversiegelung mal irgendwann nachgearbeitet werden muss. Zumindest kontrolliert werden muss, ist das noch alles in Ordnung. Ja? So, jetzt ist ja die Herausforderung auch, die ganzen Assistenzsysteme müssen ja funktionieren am Schluss. Da schreibt der Hersteller ja genauestens vor, wie die wo sitzen müssen mit allen drum und dran. Ist das schwer, damit umzugehen? Nein, eigentlich nicht, weil das kennen wir seit Jahren. Sicherlich werden diese Systeme immer mehr. Aber das kennen wir seit Jahren, mit diesen Sachen umzugehen. Und da haben wir also gar keine Probleme damit. So, Rundumkamera hat der Kunde hier bestellt. Mhm. Eine Bugkamera ist sowieso nicht schlecht, denn er hat elektronische Spiegel. Dann hat er ja hier im Moment keinen Spiegel. Ist das ein bisschen gewöhnungsbedürftig, mit der Bugkamera umschalten und so? Also von der Technik her, vom Fahren her, ist es überhaupt nicht gewöhnungsbedürftig. Da kann man sich sehr schnell dran gewöhnen. Es ist angenehm, es ist sehr angenehm, weil man
Ja, zum Beispiel die Spiegel nicht verdrecken, weil ich keine Blendung habe, weil die Monitore optimiert sind auf das Bild und das Bild nochmal optimal ausnutzen. Und das ist schon beim Fahren sehr, sehr angenehm. Die Optik, da musste ich mich im Moment dran gewöhnen, muss ich sagen. Das ist alles eine Frage der Anwendung. Je öfter es eingesetzt wird, irgendwann kommen die Leute und sagen, was, du hast noch die Ameisen... Ganz genau, das war früher dieser Übergang von den seitlichen Spiegeln zu den Frontspiegeln. Das war komisch. Und jetzt sind wir wieder rückwärts unterwegs, dass die Frontspiegel wieder abgeändert werden und man auf diese Kameras halt geht. Ja, aber die Kleinigkeit bringt richtig viel, denn das Thema CW-Wert und Aerodynamik sind eure, gut, das ist jetzt ein erfahrener Wandschrank, sage ich jetzt mal, so von dem, jetzt guck, ich zeig mal den. Ja. Das war gerade eine Gesichtsentgleitung von mir. Also, nein, du weißt, was ich meine, der hat schon eine Angriffsfläche vorne. Ja gut, das ist klar, eine gewisse Höhe und eine gewisse Breite hat er halt, aber der ist schon auch ordentlich schräg gestellt, sodass wir da Rundungen dran haben und Schrägen dran haben. Und ich sag mal, so ein Auto fährst du wirklich mit 17 Liter Verbrauch. 17? Ja. So, und das, bei der Tonnage? Und das bei 12,8 Liter Hubraum. So, das Gesamtgewicht von dem? 18? Der hat 18 Tonnen, ja. So, habe ich schon öfter gehört, 17 Liter, die sind sehr sparsam. Also wer sich ein bisschen auskennt, das ist echt wenig. Wir haben also noch vor kurzer Zeit über 25 bis 30 Liter gesprochen. Das ist vorbei. Auch der dürfte nach Stuttgart vor die Wilhelmina fahren. Ja, ja, davor. Wie gesagt, wir sind ja heute bei Euro 6e. Und das sind so saubere Autos. Also ich finde das schon ganz... ganz gigantisch, was die heute... Du bist jetzt ein kleiner... Die Frage ist natürlich, wo geht die Reise hin? Es werden wahrscheinlich für die Bestandsfahrzeuge noch lange Übergangsfristen geben, wenn irgendwann mal das ganz große Thema kommt, Wasserstoff, was auch immer kommen wird. Aber gerade der Güterkraftverkehr, das ist natürlich ein dickes Ding, ja. Das heißt, Spritverbrauch und reine batteriegetriebene Fahrzeuge, das würde natürlich auch das Gewicht der Fahrzeuge massiv erhöhen, oder? Naja, es gibt jetzt den ersten e-Aktros, der ab Oktober bestellbar und lieferbar ist. Nein, das Gewicht haben die halten können. Du hast das Problem, dass du nur 400 Kilometer Reichweite hast. Ja, das meinte ich ja. Also wenn du jetzt mal eben nach Spanien fahren willst. Dann wird es schwierig. So, und die Frage ist, wie kriege ich dann meine Batteriekapazität nachher schnell wieder nachgeladen? Was für eine Infrastruktur gibt es? Und das ist... Da sind die Großen, ich meine, ihr habt eine riesige Lobby, wir reden ja hier über große LKWs, ihr seid ja nur der Trittbrettfahrer von den Fahrgestellen, bei 15 Fahrzeugen im Jahr kannst du keine Lobby aufbauen, aber die Großen werden schon dafür sorgen, dass es wird ja LKWs weiter geben, so, und dann kann man die Fahrgestelle dann nutzen, richtig? Absolut, absolut, ja. So, man könnte sogar je nach Fahrzeug, ihr habt schon mal eine Kabine schon mal versetzt? Nee, noch nicht. Was meinst du mit versetzt? Ja, wenn jetzt mal, ich sag mal, das Fahrgestell ein anderes Fahrgestell wird. Also die Anfrage gibt es tatsächlich, dass die Kunden sagen, Mensch, unser Fahrzeug ist jetzt 30 Jahre alt, das Fahrgestell hat 75 PS, der Aufbau ist so gut, können wir den umsetzen? Manchmal ist es möglich, manchmal ist es nicht möglich, aber das heißt, unsere Kabine überlebt am Ende das Fahrgestell. Shenandoah, yeah. Wir gehen rein. Ja! Freu. Wir haben lange geredet, aber es gibt ja auch von außen einiges zu beachten. Zum Prozess der Inneneinrichtung, da, mein Gott, da sind schon Ehen drüber gescheitert, muss man sagen. Ja. Speziell bei Einbauküchen und Bädern und so weiter, denn ich sag mal, solche Planungsphasen von Einbauelementen im Haus, da kann es schon mal großen Streit geben, wenn die Frau sagt, ah, ich will das aber so haben. Der Mann sagt, aber das Bad ist ja noch gut. Kennst du das? Ja, ja, das kenne ich irgendwoher. Das Bad ist ja noch gut, aber hier ist es so, wow. Warte mal, ich muss mich mal setzen. Ist das krass schön? Mhm. 10 Meter hat das Auto nur. Der ist genau 10 Meter. Und das finde ich eben das Attraktive. Du hast hier ein unheimliches Raumgefühl und hast ein PKW dabei und trotzdem ein recht knackiges Auto. Ja, mit dem Slide-Out kriegst du einfach Raum. Wenn du den Fahrersitz dann drehst, dann hast du ein schönes Raumgefühl. Mit dem TV dort vorne, du kannst dich hierher setzen und kannst dann mal, ich sag mal, deine Füße mal hochlegen und kannst das genießen. Und also das, ich finde, das sind ganz tolle Autos. Oh ja, sie hat den Knopf gefunden.
Die ist mir das letzte Mal weggeknackt, wirklich. Da war die dann da auf dem Bett und da habe ich gesagt, Shenandoah. Nee, ist noch nicht passiert. Aber nach dem 7. Messetag natürlich, da wird es ein bisschen viel. Die Anordnung des Fernsehers hier wieder toll gewählt. Das Holz, was ist so eine Holzfarbe? Ja, das ist wieder was ganz Spezielles. Was wollten wir? Wir wollten zum einen das Furnierbild vom Nussbaum haben, weil das Nussbaumholz einfach ein super schönes Furnierbild hat. Ah, lass mich raten, aber die absolute Belastbarkeit von einem Industrietisch. Naja, und wir wollten auch heller werden, als Nussbaum eigentlich ist. Ja. Also was mussten wir machen? Wir haben Nussbaum genommen und das hell gebleicht. Da sind so manche Tischler und haben gesagt, oh, das geht gegen unsere Ehre. Oder es ist unverständlich, warum kann ich nicht gleich ein helles Holz nehmen? Ja. Nein, weil wir dieses Furnierbild wollten. Das Echtholz. Ja, selbstverständlich ein Echtholz. Und schau dir diese Oberfläche an. Die ist lackiert, voll geschützt, aber sieht fast aus wie nicht lackiert. Ja, sieht aus wie geölt oder gewachst. Und das finde ich unheimlich toll. Oder wenn du hier hinten mal hinfilmst. Warte, ganz kurz, ich muss allein diesen Tisch feiern, ja, der hier ist. Das ist jetzt ein Stück, damit könntest du locker eine Meisterprüfung mit einer 1 bestehen, oder? Ja, glaube ich schon. Könnte ich mir vorstellen. Denn wenn ich nur mal hier schaue, ihr habt ja jetzt nicht den am Stück gefertigt und habt anschließend den durchgesägt, sondern dieses Ansatzstück ist ja extra gefertigt worden. Und das ist auf dem Mikrometer, hat genau die gleiche Länge. Naja, schau dir an, das Furnierbild läuft durch. Ja. Ja, also das macht man dann schon am Stück. Macht man am Stück. Das wird dann anschließend geteilt. Genau. Mhm. Welche Säge hat denn 1 Millimeter? Das merkst du beim Furnierbild nicht mehr, wenn du da auch 2 Millimeter zwischen hast. Oder ist das so? Oder ich kenn mich ja nicht aus. Also wenn du so auseinander wärst, ist es immer noch das gleiche Furnier. Okay. Also das ist jetzt nicht nur, ich sag mal, weil es könnt, sondern das sieht auch gut aus, oder? Ja, ich find's schön. Und das sind natürlich so Prozesse. Wie kommst du da hin? Wie kann man dieses Holz nachher entwickeln? Und da machen wir verschiedene Versuche dann in der Tischlerei in diesem Fall und kommen dann nach und nach hin. Ja? Und am Ende gefällt es uns so gut, dass unser nächster Vorführwagen, ein Alkoven, 10,50 Meter, auch dieses Holz bekommt. Ja, ist ja klar. So, das heißt, ihr habt quasi den Gedanken des Kunden kopiert. Zu Recht. Naja, also man lässt sich ja auch vom Kunden teilweise inspirieren, ist doch schön. Wir sind ja auch nicht die Bibel, wir wissen zwar eine ganze Menge, aber so die Anforderungen vom Kunden machen halt unheimlich Spaß, weil du auch auf Sachen kommst, wo du vielleicht selber gar nicht drauf gekommen wärst. Das Blöde ist auch, ihr habt keine Händler. Also es ist ja oft so, der Händler, also wenn wir jetzt einen größeren Hersteller nehmen, der hat ja Händler, die Händler fahren ja selbst Autos oft, die kommen dann mit Tausenden von Vorschlägen. Also im Prinzip sind ja die Kunden eure Händler, wenn man so will. Also aus der Praxis raus kriegt ihr viele Vorschläge, oder? Ja, aber noch näher an der Praxis sein, als mit dem Kunden zu sprechen, geht es ja gar nicht. Stimmt. Und der Filter Händler, der fällt bei uns weg. Mach mal bitte auseinander, denn der hat eine richtig tolle Funktion. Da liegt nämlich ein Inlay drin. Und das muss man wahrscheinlich in der richtigen Richtung reinlegen, damit auch hier das Bild... Also wenn du das jetzt hinbekommen hast... Nein, das Furnierbild kann hier nicht mehr durchlaufen. Danke. Das wäre Zauberei. Das geht leider. Aber fast, guck mal hier auf der Seite. Ja, man versucht ein ähnliches Furnierbild zu finden, dass das nicht so ganz gestört ist. Aber man sieht, so 100% ist es nicht. Aber das finde ich schon ganz okay. Also das ist die Optik, als wäre er jetzt geölt oder gewachst. So, ja. Toll. Ich hätte zunächst gedacht, es wäre jetzt ein PVC-Furnier, was drauf ist oder so, weil man ja oft auf diesem Arbeitsplattenbereich auf diese Hölzer geht. Aber das wäre auch möglich, wenn jetzt einer sagt, ich will es extrem kratzfest haben, oder ist es immer Echtholz bei euch? In der Regel ist es Echtholz. Ich finde einfach die Atmosphäre, der Geruch in so einem Fahrzeug, das ist ein ganz anderer. Aber wir haben auch durchaus schon Fahrzeuge gefertigt mit einem Kunststoff-Oberfläche, weil der Kunde sagt, ich will das extrem robust haben, weil meine Kinder auf den Tisch rumspringen, meinetwegen. Geh mal bitte auf den Fahrersitz und dreh den mal bitte, dass ich mal das Gesamtbild des Raumes einmal filmen kann. Und dieser Raumeindruck auf 10 Meter Größe mit Slide-Out, der ist Weltklasse, Heiko. Hier gibt es jetzt eine Besonderheit. Hier. Warte mal, kann ich nicht hören, ganz kurz. Okay. Du bist so weit weg. Lass mich mal ganz kurz die Küche zeigen, Heiko. Bist sofort dran. Ja, alles gut. Ich bin noch ganz ehrfürchtig, weil ich befürchte, dass ihr nicht nur für diesen Tisch das Holz gebleicht habt, sondern auch
Das ist jetzt alles. Naja, klar, das wird dann ja durchgezogen. Selbstverständlich ist das ganze Auto dann im gleichen Holz gebaut. Aber auch dieser Bleichungsprozess, der musste ja an der richtigen Stelle stoppen. Natürlich, wir haben Fachleute, die sich damit auskennen. Die das schon mal gemacht haben. Die das schon zweimal, dreimal gemacht haben. Ja, die setzen es dementsprechend um. Aber das sind eben auch Versuche, wo du dann da hinkommst. Ne? Die machen wir dann im Vorfeld, bis wir dann da sind, wo wir sagen, okay, die Farbe ist genau so, wie wir es haben wollen. Und jetzt wissen wir, wie die Technik geht. Und jetzt können wir es in so einem Fahrzeug verbauen. Ist unglaublich zeitlos, also finde ich. Also das ist euch gelungen, ein Fahrzeug zu kreieren, was vielleicht auch noch in 20 Jahren die Leute nicht sagen, das sieht aus wie Derek, hol mal den Wagen. Ja. Aber da steckst du nicht drin. Also ich sag mal, wenn du jetzt Fahrzeuge, das hat man wahrscheinlich bei den Fahrzeugen vor 20 Jahren auch schon gesagt, das wird die Zeit zeigen, oder? Ja, also so ganz zeitlos, von welcher Zeit sprechen wir denn? Ja, aber ich sag mal, wir versuchen immer eine schlechte Eleganz hinzubekommen. Eine schlichte Eleganz. Eine schlichte. So nennen wir es. Und ich glaube, das gelingt uns immer ganz gut. Und dadurch ist es relativ zeitlos und hast nicht den Effekt nach 5 Jahren, dass du sagst, Mensch, irgendwie ist das too much, mir gefällt hier irgendwas nicht. Das Fahrzeug geht jetzt an einen Unternehmer, so viel kann man ja sagen, der ganz spontan hier mit Urlauber machen kann, auch im Wintersport. Selbstverständlich. Unsere Fahrzeuge sind nicht nur wintertauglich, sondern winterfest. Alle Tanks innen liegen. Der Unterschied zwischen wintertauglich und winterfest? Ich glaube, es ist die Aufheizgeschwindigkeit. Irgendwas. Wie schnell kriegt man die geheizt? Kann also das sein? Ich mache das ein bisschen simpler. Sandalen sind wintertauglich, aber nicht winterfest. Oh. Sehr schön. Also damit hast du die Norm genau beschrieben. So, also das habe ich schon mal gezeigt. Auch die Sitze sind die innen belüftet? Ja, das wollte ich vorhin schon ansprechen. Du hast hier einen anderen Fahrersitz als die beiden Sitze. Hier, das ist Kundenwunsch. Das heißt, hier ist der originale Actros-Sitz, der hier gefordert war und der eben dann jetzt umgebaut, umgearbeitet wurde in dem Leder, was wir brauchten und wurde so ein bisschen angepasst. So, ihr habt ja jetzt nicht so viel Aufwand im Cockpit betrieben, beledert und so weiter. Der Vorteil ist, es reflektiert dann vielleicht ein bisschen weniger. Ja, aber das ist halt immer Kundenwunsch. Wir sehen hier wirklich zwei unterschiedliche Ansichten der Armaturenbretter. Dieses ist ein bisschen zurückhaltender. Hier mit dem dunkelbraun lackierten Bereichen dort. Das ist lackiert? Ja. Du kriegst beim Actros einen ja, Grauton ab Werk und der würde hier nicht passen. Und somit passen wir das dann optisch an. In diesem Fall lackiert oder eben... Klär mich mal auf, wie lackiert man denn? Ist das Kunststoff, was ihr lackiert habt? Oder ist es ein Kunstleder? Also wir können Leder lackieren, wir können Kunststoff lackieren, wir können Kunstleder lackieren. Ihr könnt das? Das können wir. Wir haben ja eine komplette eigene Lackiererei. Und mit den passenden Zusätzen... Hält das? Funktioniert das dann, ja. Krass, das sieht so aus, als wäre es schon immer so gewesen. Gut, das soll ja so sein. Ja, das genau. Das sollte eben nicht so tierisch auffällig sein und ich glaube, das ist ja eigentlich ganz gut gelungen. Kannst du mir die Spiegel mal zeigen, diese Original-Actros-Spiegel, dass wir die mal sehen? Ich kann mir das noch so gar nicht vorstellen, aber die sind klasse. Ich meine, ansonsten... Das sind nicht die Original-Actros-Spiegel. Was sind das für welche? Das Benz-System. Genau. Sondern das ist ein System von Olaco Stone Ridge. Und okay. Jetzt guckst du natürlich leider gegen den Slide-Out. Ja. Ja, hier hast du meine Hand zwischen den Slide-Out. Das ist ja Weitwinkel unten. Und da unten ist Weitwinkel. Auf der anderen Seite kannst du es vielleicht besser sehen. Warte, ich guck mal. Wow. Ich glaube, so absolut überragend ist das System unter anderem bei Dämmerung. Das ist richtig toll, oder? Auch, ja. Also bei Sonne, bei Dämmerung, das ist eben das Schöne, dass du dieses Bild halt optimieren und anpassen kannst, was du beim normalen Spiegel einfach nicht kannst. Ja? Und außerdem die Weite, die du darstellen kannst. Und das ist schon toll. Du bist mal gefahren selber? Ja, mehrfach. Also super angenehm. Das ist wirklich eine tolle Technik, die uns in Zukunft echt weiterhelfen wird, um auch Unfälle zu vermeiden und Fußgängeranfahrschutz, Abbiegeassistent und. Was ist das für eine Kamera hier rechts? Das ist nochmal
du weißt vielleicht, oder? Ja, du weißt vielleicht, beim LKW hast du immer noch zusätzlich zu den seitlichen Kameras immer noch einen Frontspiegel. Ja. Diesen Bugspiegel, oder? Diesen Bugspiegel, den gibt es beim Actros zum Beispiel. Und ja, das übernimmt diese Kamera dort, um den Bereich dann abzudecken. Dass du vorne gucken kannst, ob da ein Stein ist oder so. Genau. Mhm. Genau. Ist ja nicht so wie beim Reisebus, dass du zunächst mit der Schnauze drüber fährst und dann einschlägst, sondern hier fährst du wie im PKW, oder? Mehr oder weniger. Ja, genau. So einen ganz langen Überhang wie beim Reisebus haben wir nicht. Dadurch fährt sich das PKW ähnlich, ja. Schön. Ja, du hast einen guten Platz. Den habt ihr schon immer gehabt hier an der Stelle? Ja gut, wir sind ja früher in Halle 14 gewesen und jetzt mittlerweile hier in Halle 5 seit 3 Jahren, glaube ich. Ja. Das ist eigentlich ganz schön. Das ist ja die Premium-Halle und hier fühlen wir uns wohl. Heute hast du dein Geld echt easy verdient, muss ich sagen. Ja, ja. 50-50. Der Heiko muss die ganze Zeit reden, du musst gar nichts sagen, aber der Eindruck... Du musst dich draußen die Leute aufhalten, das war auch nicht ohne. Die Leute aufhalten. Waren wir schon bei Halle 14? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Habe ich gerade überlegt. So am Ende, also, weil wir dauernd drehen. Und der Heiko kriegt ja auch den ganzen Tag von uns. Ja, ja, genau. Ist so. Aber die Fahrzeuge sind auch schön. Also hier der Innenraum. Könntest du dir vorstellen, deine Bude so auszustatten? Ja. Irgendwie schon, ne? Das passt schon. Das würde auch zu mir passen. Ich mag auch dieses Holz und so. Das ist sehr schön. Also wer kann denn dieses Holz nicht mögen, oder? Also wir hatten tatsächlich auch Anfragen vom, vom Yachthersteller, wo wir nachher die Innenausstattung machen sollten. Haben wir abgelehnt, weil wir es von der Kapazität her nicht hinbekommen, aber rein theoretisch wäre es möglich, ja. Ja, man spricht ja hier auch von Yachten, die auf der Straße fahren. Verglichen mit Yachten seid ihr viel zu billig. Also wenn du überlegst, ich glaube, eine Luxusjacht geht so bei 2-3 Millionen los, mhm. da kommt ihr gar nicht hin. Nee, da hast du vollkommen recht. Eine vergleichbare Länge wäre dann wesentlich teurer. Ja, warum ist das so? Das weiß ich nicht. Aber es ist das sind gleich nochmal andere Anforderungen. Da gibt es dann kein Serienfahrgestell, da musst du das ganze Boot bauen und das muss dann auch noch im Wasser und ja. Ich weiß nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es am fehlenden Wettbewerb liegt, ja, weil das ist ja so eine Geschichte, der da ist. Sag mal, bei Yachten muss man auch aufs Gewicht achten oder ist das nicht so schlimm? Nee, da achtet man auch darauf, aber da braucht man auch irgendwann ein bisschen Masse, wie wir auch, um so ein Fahrzeug schön laufen zu lassen. Ja? Masse heißt ja auch irgendwo Ruhe. Und deswegen kannst du gar nicht hier richtig mit Leichtbau anfangen, weil sich das dann alles verdrehen würde, knarzen würde. Und das wollen wir natürlich nicht. Shenandoah, du darfst dich bitte mal in die Ecke flezen. Einmal ganz kurz nur, damit man mal sieht. Das ist die typische Lebenshaltung von Shenandoah. Du kommst hier nicht rein. Also, es ist mein Ort. Ja, unten ist eine Kiste. Du wolltest sie mal aufmachen? Eine Kiste, eine Schublade. Musst du eben aufstehen. Ja, sonst stütze ich das Polster drauf. Ja. Hey, ihr habt Beschläge von Hettich. Ja, das sind jetzt eben Schubladen hier in der Couch, im Slide-Out. Wir können die Couch auch als Ausziehcouch, als wirklich Schlafcouch bauen mit Lattenrostsystem. Wenn der Kunde sagt, ach, wir sind eigentlich zu zweit, aber so ab und zu kommt mal vielleicht unser Enkel mit oder so, dann kann man sagen, wir ziehen die aus auf 1,40 x 2 Meter. So ein Rolllattenrost, oder? Nee, das ist schon ein Querlattenrost, also Entschuldigung, so. Und ein reinrassiges Lattenrost. Aber das ist wirklich ein guter Schlafkomfort und ich brauche eben kein Hubbett einsetzen, ja, weil mit dem Hubbett, finde ich, verliert man immer dieses Raumgefühl, dieses integrierte Feeling, was wir hier haben, geht dann so ein bisschen verloren. Deswegen total. Oft auf so eine Ausziehcouch dann. Weil wenn morgen früh mal drüber belegen, das erstmalig wegzulassen und dann die Leute müssen sich überlegen, ob sie für vielleicht 3% der Anwendung sich 100% des Raumes kaputt machen. Ja. Ganz genau, ja, das ist eben die Sache. Und ich sag mal, wenn ich dann auch die Kinder nicht mit habe, dann fällt das gar nicht auf, weil die Couch genauso aussieht wie diese jetzt und ich habe nichts anderes. Ja. Und wenn ich wirklich zu viert unterwegs wäre, würde ich immer auf einen Alkoven gehen. So, jetzt darfst du noch einmal bitte in Zeitlupe, liebe Shenandoah, diesen tollen Sitz mal betätigen. Und der Heiko wird uns gleich im Anschluss mal erklären, was der so alles kann, der Sitz. Den habt ihr aber nicht komplett selber gebaut, oder? Nein. Danke. Die Funktion hast du hier. Was ist das da vorne, wo?
Also ich kenne das nämlich bei Lederland, Kunde von uns, die bieten nur solche Funktionsdinger an. Und das aber jetzt in einem Reisemobil, das ist ja ein zugelassener Fahrersitz. Also da darf ein Beifahrer drauf fahren. Das ist eben der feine Unterschied. Du kannst ja viel bauen, was du dann irgendwo hinstellst und was irgendwie funktioniert. Hier müssen das Systeme sein, die natürlich auf der Straße zugelassen sind, für die Straße zugelassen sind. Dazu muss es natürlich mehrere Prüfungen geben. Wir haben so einen Sitz beim TÜV Rheinland testen lassen, prüfen lassen. Da werden Zugversuche gemacht. Der Gurtpunkt muss passen, die Bodenanbindung muss passen, das ist wichtig. Und da wird so ein Sitz getestet, so ein Komplettsystem getestet. Und dann, wenn es funktioniert, eben freigegeben. So, der kann auch, der ist auch höhenverstellbar, oder? Ja, der ist höhenverstellbar. Du kannst ihn in allen möglichen Positionen bewegen. Du kannst ihn vorne hoch machen, du kannst ihn hinten hoch machen. Wenn du ihn mal gerade so machst, dass er gedreht werden kann, dazu muss man wahrscheinlich die Armlehne ein bisschen senken. Das geht so. Geht genau dann vorbei. Kannst du so, du kannst natürlich dann die Armlehnen hier noch einstellen. So, die können eingestellt werden. Und jetzt mal so, dass sie quasi schon allein so schon einschläft. Vielleicht den Sitz ein bisschen mehr zurück, die Lehne hinten. Geht das? Ja. Mhm. Vorsicht. Du musst immer ein bisschen gucken. Ach, du kannst nach vorne fahren. Also du hast jetzt da rechts einen Hebel, der ist leider mechanisch und den kannst Vorsicht, Vorsicht, ein bisschen jetzt, dahin. Jetzt kommst du damit nach hinten, ja genau. Genau, dass wir das haben. Es geht noch mehr, man kann fast drin schlafen. Du kannst noch weiter zurück, ja. Genau. wenn du mal das, stopp, bisschen vor, ein kleines bisschen vor. Ja. So, genau, wenn du das mal gerade hochziehst, Heiko, sei mal so lieb. Hier liegt. Ja. Ich möchte noch einmal gerade zeigen, und das mal vorne bitte runter, Shenandoah. Du weißt nicht, was ich vorhabe, aber ich... Genau, ganz runter, ganz runter, ganz weiter, stopp. Jetzt ein bisschen drehen den Sitz. Was willst du? Genau, ich hätte gern Sie mal in kompletter Liegeposition. Ach so, Entschuldigung. Ja. Ich helfe mal. So, ich will mal sehen, wie weit das runter geht. Jetzt drück dich mal zurück. So. Das möchte ich mal zeigen. Und jetzt mache ich mal kurz die Ansage. Willkommen an Bord der Boeing 737 Heavy. Mit Ziel nach Singapur, an Bord Shenandoah, unsere spezielle Gästin, die, wie fühlt sie es an? Was? Wo sind wir? Singapur? Singapur. Weiß ich nicht. Das ist doch echt ein Sitz wie First Class. Man darf so noch angeschnallt sitzen? Nee, angeschnallt aufrecht. Sitzen musst du eigentlich aufrecht. Ja. Ansonsten taucht man drunter weg, ja. Du könntest Falle eines... drunter wegtauchen, ja, ganz genau. Ja, es ist so. Trotzdem, toller Sitz, gefällt mir. Schön, ja. Ist ja in Amerika, ist ja sowas Standard. Sag mal so, da verkaufst du ja kein Reisemobil ohne. Trotzdem kann man die amerikanischen Verhältnisse nicht mit den europäischen vergleichen. Das ist so. Ja. Ganz andere Anforderungen. Ganz andere Anforderungen, ganz anderer Qualitätsanspruch und hat mit den europäischen Ansprüchen und Fertigungen hier nichts zu tun. So, das ist euer neues Bussystem. Kann man stolz drauf sein, denn... Es hat lange gedauert, denn ihr wolltet was entwickeln, was auch funktioniert. Letztes Jahr auf der Messe habt ihr es vorgestellt. Genau, da haben wir es erstmals vorgestellt. Da war es noch in der Entwicklung und wir haben es jetzt abgeschlossen und die ersten Fahrzeuge sind ausgeliefert und ja, funktioniert gut, ist übersichtlich, wir kommen sehr gut zurecht. Wie viele Bedienteile mussten schon per Kurier Express nach Spanien verschickt werden? Naja, das ist eben die Sache, warum wir sagen, wir testen das erst ausgiebig, um dies eben nicht zu haben. Und ja. Nein, also wir mussten noch keine verschicken. Sehr schön, also die funktionieren. Wenn das mal ausfällt, kann man die noch diskret bedienen dann? Was heißt diskret? Manuell bedienen. Manuell, ja. Also gewisse Teile schon. Deswegen sind wir immer recht vorsichtig mit dem, was man da alles aufbringt, wie viel man da aufbringt. Und hier haben wir eben dann noch so einen Generator, der separat gestartet wird, die Klimaanlage. Du siehst, die läuft jetzt auf der kleinen Stufe dort unten. Und ja, wir haben also noch ein paar eigene Paneele dann dabei. So, der Stromverbrauch im Moment, wo kann ich ihn ablesen? Den Stromverbrauch kannst du hier ablesen. Machst du das wieder runter. Ja. Und es geht wirklich alles übers Display hier. Das geht hier übers Display, genau. Wir hängen ja jetzt am Außenstrom. Die Heizung auch, die Scherheizung? Die Scherheizung steuerst du auch darüber, ja.
heißt komplett. Aber bist du natürlich im anderen Menü, ja. Wo du sagst hier. Ich habe dich ja nach Strom gefragt, das war nicht dein Fehler. Ja, genau. Hier hast du die Temperatursteuerung. Genau, Strom bitte noch einmal ganz kurz, weil da war ich gerade eben. Mal gerade mal sehen, was der zieht. Also, das kannst du jetzt hier nicht sehen, weil wir jetzt hier einspeisen. So, du hast aber auch entsprechende Begrenzung, das ist natürlich Standard. Genau, dass du das einstellen kannst, dass du es schaffst, meinetwegen den Außenstrom, der mit 10 Ampere abgesichert ist, dann eben so einzustellen, dass wenn du im Fahrzeug mehr als 10 Ampere nutzt, dass dann über den Wechselrichter das zugepuffert wird und du nicht die Außenstromsicherung rausfliegen lässt. Das ist interessant, ja. Also im Moment nimmt er sich von draußen gerade mal 1,2 kW und Float, Ladestatus Float, das heißt, Batterie ist voll, oder? Genau, der ist voll, sollte voll sein, weil wir ihn jetzt seit ein paar Tagen auch schon am Strom hängen. Ne? Toll. Ja, da ist natürlich so eine Kleinigkeit wie ein Gläserhalter, der geht fast unter, aber auch das, da muss man deine Abteilung huldigen, die sowas baut. Denn auch das hat den gleichen identischen Qualitätsanspruch wie alles. Bloß bei Gläsern ist es besonders kompliziert, dass sie nicht klappern. Dass sie nicht klappern, nicht umfallen, gesichert stehen. Und das ist hier der Fall. Wir haben dann auch durchaus die Anfrage vom Kunden, der sagt, Mensch, ich sammle seit Jahren die und die Gläser und die hätte ich gerne im Reisemobil dabei. Naja, dann liefert er hier halt an und wir passen dann die Böden dementsprechend für diese Gläser an. Ich bin so einer, ich zerstöre solche Gläser in schneller Geschwindigkeit, indem ich die nämlich unter das Hubbett stelle und das Hubbett dann runter mache. Wir können auch Plastik verbauen, Sven. Die würde ich auch zerstören. Zerstörer. Nee, aber ich hoffe, an alle zu sprechen, die schon mal unter einem Hubbett ein Glas zerstört haben, indem du das aufs Armaturenbrett stellst. Oh. Hast du schon mal gemacht? Okay. Nee, habe ich noch nicht geschafft. Geht, kann ich dir sagen. Okay. Kriegst einen Riesenschreck und danach holst du deinen Dyson raus und sammelst im ganzen Wohnmobil Teile ein. Okay. Küchenbau ist wie zu Hause, vergleichbar? Gut, immer etwas kleiner. Leichter auch ein bisschen? Nein, leichter nicht unbedingt, weil wir hier schon massiv rangehen. Bei den 7,5 Tonnen, da ist dann eher schon mal Leichtbau angesagt, hier nicht unbedingt. Ihr baut noch 7,5, das machen ja viele nicht mehr. Wir bauen noch 7,5 Tonner, wobei man da ganz klar sagen muss, dass die Zuladung bei den Fahrzeugen dann schon sehr abhängig von der Ausstattung ist und da aufgepasst werden muss, wie statte ich so ein Auto aus. Mhm. Da geht ja mal mit extrem Leichtbau ran, ganz anders wie an den größeren Fahrzeugen. Das sind aber jetzt keine kleinen LKWs, also dass man da mit dem Daily rangeht, sondern er holt schon richtige LKWs dafür? Genau, wir starten dann mit dem MAN oder mit dem Mercedes Atego. Das ist dann der MAN TGL als 8,8 Tonner. Also auch richtig schöne, satte Chassis. Auflasten könnte man sie dann später? Auflasten kann man die immer. Wir lasten die von 8,8 Tonnen ab auf 7,49 Tonnen. Nein, die bauen wir also durchaus. Ja. Zuladung im Schnitt, was kann man da generieren? 300, 400 Kilo? Genau, kommt so auf die Ausstattung an, aber so in dem Dreh. Ja. In dem Dreh. Also wenn man sich ein bisschen zusammenreißt, kann man das erfahren. Ihr bietet aber auch eine Fahrschule an. Das heißt, also ihr habt Kontakte zu einer Fahrschule, die es kompakt macht. Das kennt ihr. Das nehmen einige Kunden auch wahr? Ja, durchaus. Also gibt es die Überlegung, Mensch, warum mache ich nicht den LKW-Führerschein? Was habe ich denn für Nachteile? Ja? Und dann gehen durchaus einige dahin und sagen, Mensch, wir wollen dann doch Feinsteinzeug am Boden haben. Wir wollen noch einen Generator dabei haben. Wir wollen noch dies haben. Und dann kommst du bei den Autos irgendwann an die Grenze, wo du sagen musst, nee, jetzt kann es kein 7,5 Tonner mehr sein. Eine Spülmaschine ist hier drin? Der hat jetzt keine Spülmaschine. Das wollte der Kunde nicht. Der Kunde wollte aber einen riesengroßen Kühlschrank haben. Mhm. Warte, schau mal ganz kurz rein. Die haben wir schon gezeigt. Ja. So, riesengroß, jetzt bin ich mal gespannt. Weil die amerikanischen, das sind denn diese Doppeltüren-Kühlschränke? Naja, ganz so groß ist er jetzt nicht, aber das ist halt schon ein haushaltsüblicher Kühlschrank. Ich habe genau diesen Kühlschrank zu Hause. Exakt diesen. Genau den. Das haben wir uns gedacht, deswegen haben wir den hier verbaut. Nee, das ist ziemlich cool, aber der hat unten noch keinen. Nee, das ist der einzige Nachteil, den ich hatte, wenn du ihn oft unten öffnest, ja. Kann er schon mal vereisen. Das ist so, das ist hier oben unmöglich. Das geht nicht. Okay. Aber ja. Das ist auch, da wir den am Tag ungefähr 15 Mal aufmachen. Ja gut, da liegt das Eis drin. Das ist nur Speiseeis drin in dem. Ach so. Jetzt frag meinen Sohn. Okay. Der ist klasse, der ist echt toll. Liebherr ist, kann man schon sagen, also das ist neben Miele der Top-Hersteller, oder? Ja, also sind sehr gute Kühlschränke. Und so kann der Kunde eben auch seine Kapazität wählen, die er am Kühlschrank oder Gott weiß wo haben möchte. Ja, und
Nee, da ist die Glasvitrine hinter. Tja, wenn du da jetzt noch einen Apotheker rausgezogen hättest, dann hätte ich dich bei Wetten, dass angemeldet. Naja, wäre durchaus denkbar gewesen. Weil für dieses Maß gibt es ja Apothekerschränke, die man bekommen kann. Oder wir hätten es halt angepasst. Aber der Kunde wollte nur einen halbhohen Apotheker haben und da eben einen kleinen Schrank. Ich meinte, wenn du da jetzt trotzdem einen rausgezogen hättest. Ach, Entschuldigung, bei der Glasvitrine meinst du, ja. Schön. So, lass mich nochmal kurz zusammenfassen. Ich habe ein Spülbecken, zeig mir das mal bitte. Da ist mal ein Deko drauf. Sind die echt, die Apfelsinen? Ja. Cool. Franke, wie zu Hause. Die habt ihr jetzt selber hergestellt, die Platte, oder? Genau, diese Küchenarbeitsplatte stellen wir selber her. Material? Das ist ein Staron-Material, Korean-Staron. Und das fertigen wir selber. Auf der Fräse wird das ausgefräst? Oder? Das wird gefräst, das wird in der Oberfläche bearbeitet, das wird ausgeschnitten hier in dem Bereich oder im Kocherbereich. Dort hinten gibt es den Abfalleimer, der integriert ist. Aber wo du es nur so reinschiebst, oder? Ja, da ist halt so ein kleiner drin, wo du einfach super mitarbeiten kannst. Hier unten ist eine Kombi-Mikrowelle. Ja, das ist ein Heißluftbackofen mit Mikrowellen- und Grillfunktion. Und schön. Boden. Ich nehme an, echter Marmor. Nein, in diesem Fall ist es ein Vinylboden. Boah, der sieht so echt aus. Der sieht eigentlich ganz gut aus, ja. Auch da ist es eben so, dass die Kunden da so unterschiedliche Ideen haben. Der eine möchte Feinsteinzeug, der andere möchte Vinyl, der nächste möchte doch einen Teppichboden. Ja, aber Feinsteinzeug wiegt ja richtig viel. Also wenn du da gehst, Dünnschicht, ist auch die Frage, wie gehst du da ran? Aber hier der Vinyl, gut, jetzt muss man sagen, die neuen Vinylböden, das ist Hightech. Also die kannst du nicht mehr mit bloßem Auge unterscheiden, oder? Die gibt es ja auch, das ist jetzt so eine Stein-Marmor-Optik, die gibt es ja in Holzoptik, wo du auch da schon sehr gut hingucken musst, um zu erkennen, ob das ein Vinyl oder ein Holz ist. Ne? Da kann der Kunde aber teilweise auch aus den Sachen, die er zu Hause hat, kopieren. Er kann sagen, ich will so eine ähnliche Optik, kann ein Foto mitbringen, das geht? Naja, der sagt vielleicht, Mensch, ich habe gerade mein Haus neu gemacht oder den Boden im Wohnbereich neu gemacht und genau den Boden hätten wir gerne im Wohnmobil. Ja, kein Problem. Dann verwenden wir die Fliesen oder was er auch immer hat. Schon. Ist da noch was drin hier an der Seite? Ist da noch ein Apotheker? Nein. Hier hinter ist jetzt die Technik vom Slide-Out, genau. So, Slide-Out, ganz kurz, ein, zwei Takte. Winter, der Kunde hier fährt im Wintersport, der muss beheizt sein, weil wenn du ein paar Wochen stehst, Schnee wird abgetaut. Wie geht ihr damit um? Wie macht ihr das? Ja, wir haben in dem Dach und in den Seitenwänden eine Heizung eingepresst. Das heißt, der Kunde, bevor der dann den Slide-Out einfährt, schaut sich an, ist da Eis drauf, ist da Schnee drauf, schaltet die Heizung ein. Der Schnee, das Eis taut ab und er kann den Slide-Out reinfahren. Wie beim Flugzeug, also eine so Art ja. Heizung, Flügelheizung, die Vereisung dann wegmacht. Ja, das Bad, das ist schlicht, es ist unglaublich geräumig, groß, freizügig, nichts verbaut. Genau, wir sehen bei vielen anderen Autos haben wir dort in der Ecke einen Schrank, ja, wo nochmal ein Handtuchschrank gemacht wird oder ein Jackenschrank. Dieser Kunde wollte speziell hier mehr Raum, mehr Fläche haben und hat gesagt, Mensch, den Schrank lass doch bitte weg. Naja, und so wird es dann eben gemacht. Klasse, oder? Ja, ist ein schönes Raumgefühl. Ja, warte, ich gehe mal kurz auf die andere Seite. Shenandoah, wenn du mal, jetzt hätte ich fast gesagt, dich mal aufs Klo begibst. Komisches Bild, aber die Leute wollen trotzdem wissen, ob man Beinfreiheit hat. Du bist fast 1,80 mit Schuhen, 1,75 ohne. Beinfreiheit, also auch für ganz große Menschen, 2 Meter, gar kein Problem. Jetzt sind wir hier in einem Bereich drin, vom Fahrzeug mit der höchste Bereich vom Fahrzeug. Wenn man sieht, da oben ist noch die Klimadecke drin, die fehlt hier. Und dadurch hast du natürlich eine Stehhöhe in der Dusche. Heiko, wie groß bist du? Ich bin 1,84. 1,84, geh mal rein bitte. Das soll nur mal kurz mal schauen. Ich filme mal deinen Kopf. Ich nicht ganz rein, wegen der Schuhe. Aber hier haben wir ausreichend Platz. So, die Shenandoah hat Hallenschuhe an, spezielle Indoor-Schuhe für die Drehs. Das sind deine Tanzschuhe, die haben noch nie eine Straße gesehen, sind ganz soft. Bitte einmal hoch, kommst du überhaupt an die Decke? Nicht wirklich. Nicht wirklich, ja. Und du bist? So komme ich auch ans Fenster. Gut, prima. Echtglasdusche natürlich mit drin. Die Sicherung der Dusche, wie geht das?
Das ist eine manuelle Sicherung, wo du nachher hier oben einen Stopper aufsetzt. Warte mal kurz, ich komme mal rum. Mhm. Dann zeige ich dich mal gerade mit den Armaturen. Auch hier kann der Kunde frei wählen, wahrscheinlich aus dem Badbereich. Was ist hier für eine Armatur? Grohe gewählt worden? Ja, ist mit dem Kunden eben auch abgesprochen. Der wollte so einen kleinen Rainshower oben haben. Das haben wir hier realisiert und das spricht man alles mit dem Kunden durch. Der Kunde sucht sich so etwas aus und sagt, Mensch, das möchte ich haben. Du Heiko, wir sind im Reisemobil gerade, oder? Ja, so ist es wohl. Aber es ist so, Anleihen aus Luxushotels sind gerne willkommen. Kommen Kunden schon mal mit Fotos aus Katalogen von Hotels? Ja, oder mit Ideen von deren Designern, wo die sagen, Mensch, wir hätten da einen Vorschlag, da eine Idee. Wobei wir da sehr, sehr gut aufgestellt sind und selbst unsere eigenen Designer sind und dem Kunden da eigentlich schon perfekt weiterhelfen können. So, Festtanktoilette, das versteht sich von selbst, diesmal von Dometic. Mhm. Volumen vom Tank? Der hat hier 300 Liter. Ah, ein tolles Detail. Der Tank ist direkt da drunter. Genau, wenn ich jetzt den Schieber hier öffne, mit dem Fußhebel, gucke ich direkt bis auf den Tankboden. Mhm. Und ich habe ein absolut unanfälliges System, weil es kann nichts verstopfen, es kann nichts sitzen, kein Zehacker. Ich habe einen geringen Wasserverbrauch. Perfekt. Da ist ein Sog dabei, der das absaugt? Oder? Nee. Das ist da passiert durch die Schwerkraft, entsteht ein Überdruck in dem Tank, wenn die Fäkalien in den Tank. Da musst du eben gucken, dass du diesen Tank schön über das Dach entlüftest. Ja. Und das passiert über ein 40er Rohr. Und dann ist das eben so gegeben, dass es geruchsfrei ist. Gut. Ist der Tank leer? Ja. Gut. Das ist das Schöne bei euch, ihr könnt das garantieren. Bei manchen Reisemobilhersteller auf der Messe hat auch schon mal die Notdurft eines kleinen Kindes gesehen. Na gut, das können wir deswegen garantieren, weil hier niemand alleine reingeht, immer nur mit Standpersonal. Und somit können wir aufpassen, wenn da jemand die Toilette benutzen wollte. So, Fußbodenheizung ist hier überall drin. Wir haben ja die dicke Schere hier drin. Mhm. Ja, also ich hätte ihn auch so gemacht. Also das ist aber so, da kann jeder Kunde machen, wie er möchte. Wenn ihr mal beide bitte ins Schlafzimmer geht, dann mache ich mal gerade ein Bild von dem Bad ohne euch. Dann hat man etwas mehr Raumeindruck. Also das ist das Raumgefühl im Bad, so ganz am Ende. Da ist der Spiegelschrank dann mit der Waschgelegenheit. Ja, ich kann es ja ruhig zeigen, weil wenn man es kopieren müsste, müsste man es ja neu bauen. Und baue erstmal sowas. Ja, was auch toll ist, die Blickachse ist unterbrochen. Habt ihr überhaupt Fahrzeuge mit durchgehender Blickachse? Habt ihr die? Ja, durchaus. Das geht. Das gibt es. Da gibt es eben auch Kunden, die sagen, Mensch, wir wollen mittig durchs Bad durchgehen und dann ein freigestelltes Bett haben. Können wir das bitte umsetzen? Ja, absolut. Ja, wir sind hier auf einem 10 Meter Fahrzeug. Mhm. Hier hinten haben wir keinen Slide-Out. Trotzdem, ihr habt die Raumbreite so perfekt genutzt, durch Wegfall der Schränke auf einer Seite. Und da bist du jetzt mein Held, weil man könnte ja auf die Idee kommen, hier auch noch Schränke hinzuhängen, wo du gerade stehst. Ja, dann wird es ein bisschen eng, oder? Ein bisschen kritisch. Ja, das Schöne ist, wir haben hier volle Stehhöhe. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben eine Smart hier drunter. Ja. Wir haben neben dem Smart die zwei Fahrräder, ja, die wir unabhängig voneinander entnehmen können. Ich brauche hier kein Sauerstoffgerät, weil ich jetzt irgendwie zu hoch bin, oder? Nee, gut, wir sind hier, na klar, irgendwo bei 93 am Ende. Aber ja, das ist keine Kajüte, sondern das ist ein richtiger Schlafraum. Und ich finde, das sollte so ein Fahrzeug in dieser Kategorie auch haben. Warte, ich zeig das mal gerade. Wenn ihr euch mal genauso bleibt, wie ihr jetzt seid, das ist der ganze Raum. Ja, ein richtiges Schlafzimmer. Also wenn du so guckst, du kommst hier rein, das ist jetzt nicht so wie bei manchen Reisemobilen, wo du dann vom Klo ins Zimmer fällst, sondern du gehst hier um die Ecke rein, das ist genutzt, da machst du hier zu. Warte, ich mach mal gerade zu, das ist eine richtige Drehtür, die hier drin ist. Ach, das Holz ist schon, du, es sieht aus, als wäre es ein Hightech-Furnier. Es ist aber echt Holz und das musst du erstmal hinkriegen. Ja, und ich finde, das spürst du auch. Du riechst das, du spürst das. Du musst es nicht mal anfassen, um das zu spüren. Das mag ich einfach. Und das sind auch eben unsere Kunden, die das dann lieben. Und du findest einfach
so etwas dann nur in so einem Fahrzeug, wo du sagst, okay, hier können wir nur mit Echtholz arbeiten? Ist das Mattlack? Also ganz spezieller Mattlack, oder? Das ist ein spezieller Lack im Naturholzeffekt. Und da muss das Holz eben speziell bearbeitet werden, um das so hinzubekommen. Sag mal, wenn jetzt einer sagt, ich möchte gerne das Fahrzeug überwachen, habt ihr das schon mal gehabt, dass er sagt, ich hätte gerne ein paar Kameras, würde gerne sehen drumherum. Ihr habt ja hier das 360-Grad-System, könnte man das hier spiegeln auf dem Monitor? Das könnte man hier hinholen, mit Auslöseknopf von hier aus. Ja. Wir haben schon Panikalarm verbaut. Wo das Licht angeht außen? Ja, wo der Kunde sagt, ich drücke einen Knopf und dann geht die Hupe an, sämtliches Licht an. Also da haben wir schon alle Sachen umgesetzt. Also das geht. Einbruchschutz, wenn einer sagt, ich möchte es besonders einbruchsicher haben, hemmend. Das also, ich sag mal, Echtglas und so. Jetzt sind ja hier normale Hekis drin. Auch die könnte man ja ersetzen durch Echtglasfenster, wenn man das möchte, oder? Genau, du musst hier beachten, dass du im Schlafraum eine Zwangsentlüftung brauchst. Mhm. Die ist vorgeschrieben. Das ist nur eine Blende, die ist nicht, also da gibt es nicht viel Platz dahinter. Mhm. Wenn du sagst, man will hier eine Echtglasdachhaube haben, dann gibt es die. Die gibt es leider nicht mit Zwangsentlüftung. Dann müsste eine separate Zwangsentlüftung. Ach, Zwangsentlüftung heißt, hier kommt auch Luft durch, wenn sie geschlossen ist. So ist es. Das ist vorgeschrieben, damit du nicht irgendwann sagst, ich habe die Tür zu und bleib hier morgens liegen. Ja. Ich habe mit uns mal einen Test gemacht, zwei Personen, geschaut, ob die Luft ausgeht. So. Ja, es hat aber irgendwie nicht funktioniert. Also, ich glaube, das geht auch nicht so schnell. Da muss schon was passieren, dass das geht. Aber gut. Eine Zwangsentlüftung ist am Ende auch für so eine Luftbewegung im Fahrzeug einfach ganz gut. Ja? Mhm. Super. Gut, mich hast du überzeugt, hier vorne ist nochmal die Heizung. Trotzdem noch Fußbodenheizung drin hier? Nein, hier im hinteren Bereich da nicht. Ist nur die Heizung. Gut, im Schlafbereich brauchst du es ja gar nicht so warm. Brauchst du es nicht wirklich, also könnte man machen, aber braucht man nicht. So, die Bettdecke, die ist von euch, die Bettwäsche, weil die war nebenan war auch Job, aber die passt, schick. Ja, irgendwie ist das ganz stimmig, ne? Ganz kurz noch hier Decken, Wände, was ist da für Material drauf, das ist so samtmäßig? Das ist ein Velour, den wir für uns anfertigen lassen. Teppich und, quasi? Ja, aber ein spezieller Teppich mit einem speziellen Flor, der einfach eine schöne Atmosphäre macht. Er ist schalldämmend, geräuschdämmend und ist von der Pflege her super und sieht wirklich auch nach 20 Jahren noch so aus, wie er heute aussieht. So, der Tausender, Vario Perfect. Hier übrigens noch großer Spiegel. Guten Tag. Ah ne, warte mal, ich muss ein bisschen hochgehen. Da ist sie. Shenandoah. Ja, geht mal raus. Ich lasse mal erstmal dich raus, Shenandoah. Dann anschließend den Heiko. Mhm. Dann filme ich mal das ganze Auto im Schnelldurchgang. Hier sind wir. Das ist das Schlafzimmer. Kann ich auch möglichst weit jetzt mal rausgehen. Ohne Personen, das sind hier. Dann daran angrenzen, ich habe es eben schon gezeigt, das Bad noch einmal. Das ist hier mit den vier Spiegelschränken dahinter. Das ist das Bussystem von Vario Mobil entwickelt mit den programmierbaren Tasten. Der Handtuchheizkörper hier auf der Seite. Man kann komplett durchgehen. Im Badezimmer die Echtglasdusche hier mit den Rohrarmaturen. Hier nochmal die Wirkung von dem Spiegel. Und die Türen natürlich, die haben wir noch gar nicht gezeigt, Heiko. Ach, wie geht das überhaupt? Auch der Heiko, der wird uns das zeigen. Du hast hier oben eine Verriegelung. Warte, darf ich mal sehen? Ja. Die fällt runter oder wie geht das? Damit, wenn du vergisst, während der Fahrt die Tür zuzumachen, dann fällt die einmal in die Richtung und dann fällt die zu. Okay. Und dann ist die gesichert. Genau, und jetzt musst du die nur eben entriegeln und dann machst du die auf. So, da kann man sich hier vereinzeln. Drüben war die Drehtür. Jetzt habe ich ganz allein mein Badezimmer. Schreite dann an meinen Kühlschrank, der so angeordnet ist, dass ich dann schlaftaumelnd einmal um den Kühlschrank gehen muss. Du weißt, welchen Kühlschrank ich meine, der zwei Anschläge hat. Ja, aber das hier ist ja Haushaltstechnik. Hat sich noch nicht durchgesetzt in Haushalten, das ist interessant. So, und jetzt haben wir die Möglichkeit, mal über diese Decke zu sprechen, denn was ist das für ein Material? Das sieht aus wie Wildleder fast. Das ist eine Mikrofaser. Das heißt, wir bauen hier einzelne Paneele, die mit Mikrofaser bespannt werden.
Auch da hat natürlich der Kunde die Wahl und kann sagen, welche Farbe er haben möchte. Ich finde, es ist angenehm, weil du bekommst ja auch eine indirekte Beleuchtung, weil die Decke leicht abgehängt ist. Und ich finde... Die ganze Technik ist da drin, die Lampen, die eventuell auch Kabel. Nee, Technik ist jetzt hier nicht drin. Das ist dann bei einer abgehängten Decke, die wir noch mehr abhängen. Beim 12 Meter haben wir das mal gesehen. Ja, ja. Hier ist es so, dass die Klimatechnik, ich sag mal, hier hinter ist. Hier oben drüber sitzt der Verdampfer. Ja. Ja. Und du merkst jetzt, Sven, und ich habe gerade erst vor einer Stunde, glaube ich, die Klimaanlage angemacht. Die Fenster sind offen, müssen wir wegen der Hygienegeschichten. Und wie kühl es schon hier ist. Und du hörst nur die ausströmende Luft. Ich finde es sehr angenehm. Also es ist wirklich klasse. Und auch das kann man noch, wenn die dann Temperatur erreicht hat, noch reduzieren. Sie kühlt im Moment auf kleiner Flamme. Das ist auch noch so. Ja, also eigentlich ein Apartment auf 4 Rädern. Das ist dir gut gelungen. Ich bin mal gespannt, was in 10 Jahren, wenn ich komme, da bin ich 63, dann komme ich, dann fliegen die Autos, ne? Ja, ich glaube nicht, aber also ganz ehrlich, ich bin dann auch gespannt, wie wir uns die Autos dann anschauen. Wir können dann mal alte Filme anschauen, mal vergleichen. Damals. Damals, weißt du noch. Da war ja noch Corona, weißt du noch. Ja. Nee, da war Covid-19, jetzt haben wir Covid-23. Gut, man lacht drüber. Bitte lustig nicht. Ist ja nicht. So, komm, wir gehen raus. Mhm. Also, toll. Wieder mal was ganz anderes. Und das auf 10 Meter. Das ist ja auch die Herausforderung. Abschlussbild, wenn ihr euch mal gerade nebeneinander mit Sicherheitsabstand stellt, dann zeige ich es mal, der Vario Perfect 1000, linke Seite, Heiko Hülsmann hat Fahrzeugtechnik, Fahrzeugbau studiert, wo in? Osnabrück. Und rechts die Shenandoah und sie ist Schauspielerin, hilft mir mit der ganzen Geschichte. Sie hat übrigens auch einen Instagram-Kanal, wie ist der Name? Kennst du den überhaupt? Abel Sopter, mein Nachname sozusagen. Was? Abel Sopter. Oh mein Gott, das schreiben wir mal drunter, ja. Das machen wir mal. Also zum Aussprechen muss man es buchstabieren. Tschüss euch beiden. Ciao, ciao. Zu schwer.